Wird der Run auf YouTube zu sehen sein? Das hier? Könnte ich mir vorstellen, ja. Macht schon Sinn, mit dem Kommentar und so. Cool, wir starten rein. Wir starten rein, wir kriegen ein bisschen Spoiler aus der Höhle und ja, wir starten in Plebsons Haus. Story in a Mario game? Oh, come on. You're playing Plebson and you wake up one morning in your rancid shack. Ich glaube, das war auch schon klar, wie ich es vorher gesagt habe. Der Hack wird voller lustiger Verbindungen sein, aber es wird keine große Story geben. Also ich sehe auch jetzt eine Story bei einem Mario-Spiel wirklich nicht so als wichtig an. Und lieber so ein paar lustige Easter Eggs und Referenzen einbauen. Das sehe ich aber eine Story. So. Wir retten Peach. Ha. Ja. Und da sind wir schon auf der Overworld. Ich würde jetzt gerne mal in den Chat fragen. Gibt es, oder schreibt mal, macht mal ein Plus in den Chat, wenn ihr das noch nie gesehen habt. Wenn ihr jetzt sagt, ich gucke jetzt das erste Mal Nemesis von Anfang bis Ende. Noch nie komplett gesehen. Ah, doch so viele. Okay, Alter, okay, das ist ja irre. Okay, okay, okay. Ja, okay, okay, okay. Das habe ich nicht gedacht, weil es wurde ja schon viel gespielt in den letzten, anderthalb Wochen. Okay, das ist irre. Okay, cool, 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 cool. Dann ist es ja noch geiler. Dann ist es ja noch geiler. Dann macht es mir ja auch nochmal mehr Spaß, wenn es nicht alle kennen. Okay, oh, wow, irre. Okay. Nemesis Hype, ja. Cool. Also, ja, ihr seht es. Overworld by Pixel Snake. Es steht unten rechts drin und auch das ist nur mehr als fair. Ehre dem Ehre gebührt. Ich habe die Overworld nicht gemacht. Von daher finde ich auch cool, dass das da steht und es kann auch da permanent stehen, weil das ist eine sehr außergewöhnliche Overworld, das werdet ihr sehen. Ich würde sagen, sowas gibt es noch nicht in SMW-Hacks. Lehne mich damit weit aus dem Fenster, aber so was Animation und Event-technisch da passiert, ist schon sehr special. Von daher ist nur fair, dass das da auch steht. Genau, Illusion of Gaia sind wir hier und ja, Rio Rancid Shack ist natürlich ein optionaler Eingang, der eigentlich, ich fand ihn fast überflüssig, aber es ist dieses typische Start your game, bla bla, press start and select on the overworld to save. Es gibt zwei Secret Exits, die man nicht machen muss. Das haben die meisten leider nicht verstanden, die sich im Chocobo Level aufgeregt haben. You don't need to complete the game. There are two secret exits in this hack. You don't need them to complete the game. Ja, natürlich habe ich trotzdem alle gemacht. Ist ja auch cool. Try to find all 8 Retro Pipes hidden in several levels. Das ist so die erste Sache, natürlich neben der Overworld und dem Intro und der Tatsache, dass man nur noch Plebsen spielt und nicht mehr Densen. Das war ja am Anfang so. War die erste Neuerung, als es rauskam, was die Leute nicht wussten. Dass es nur um Plebsen geht, dass die Overworld so ist, wie sie ist, das wussten die Leute ja auch nicht. Und dass es zum Beispiel diese Retro-Pipes gab. Fand ich schade. Ja, aber ich, irgendwie fand ich es am Ende nicht mehr cool, dass ich einen Hack mache und man spielt mich. Das ist irgendwie, kommt nicht gut rüber irgendwie, weiß nicht. Wollte ich nicht. Von daher ist das so gut. Das fand ich auch schlau, weil die ganzen Emotes der Plebsen sind. Und ich fand es cool, wenn Leute diesen Hack gespielt haben. Also ich erzähle jetzt wirklich sehr viel, aber ich glaube, das ist auch gut und ist ja für viele auch spannend. Ich fand es sehr cool, wenn Leute, die mit dem Kanal hier gar nichts zu tun hatten, diesen Hack gespielt haben und Leute aus dieser Community da waren und Plebsen-Emotes gemacht haben. War schon sehr nice, muss ich sagen. Weil da war sofort klar, okay, das gehört schon irgendwie dazu. Und deswegen fand ich das schon schlau so. Ja, okay, wir starten. Rex Invasion. Der Kran bewegt sich, der Bagger bewegt sich. Warum das Ganze eine Baustelle geworden ist am Ende? Es war, sollte einfach so eine Billo-Bude sein, wo der Plebsen haust. Und dann sollte es da die Fabrik geben, die ja von Anfang an, wo es klar war, das ist Level 1. Und ich glaube, das kennen wirklich die meisten. Ich lasse jetzt mal einen Timer laufen, aber wie gesagt, darum geht's nicht. Ja. Was ist besonders an diesem Hack? Ja, es hat einen besonderen Kamera-Patch, den nicht jeder Mensch unbedingt mag. Denn Plebsen wird, wenn er nach rechts geht, immer zentriert sein in der Kamera. Ich mag das sehr. Viele hatten damit ein Problem. Es gab sogar irgendwie einen Kommentar in SMW Central, wo steht, Motion Sickness, fuck Hack. Und ich dachte, Alter, okay, so schlimm jetzt auch nicht, aber um Gottes Willen, also wer bin ich, dass ich da urteilen kann? Mich stört das nicht. Und ich glaube, 95% der Leute hat es auch nicht gestört. Von daher, alles gut. Ja, wir sind im ersten Level. Auch das war eine Neuerung, die auch vorher nicht klar war. Eigentlich die meisten Gegner, oder ich kann fast sagen alle Gegner, die ihr seht, haben Custom-Grafiken und sind auch ein bisschen derpy. Genau wie dieser Rex.
Also die lustigen Augen, die den Plebsen gehören, haben fast alle Gegner hier. Werdet ihr sehen. Und ja, das Erste, was vielleicht auffällt und das fand ich sowieso sehr, sehr lustig, wie viele die übersehen haben, ist die erste Retropipe, die da oben ist. Und die haben echt viele Leute übersehen und ich habe gedacht, die ist schon sehr obvious eigentlich. Und ja, offensichtlich nicht. Da oben ist die Retropipe. Die erste Pipe hab ich auch übersehen. Ja, viele haben die übersehen. Die passte natürlich farblich da so rein und die Leute wussten noch nicht, wie sieht die eigentlich aus. Aber ich dachte, man sieht sie. Hier war vorher ein Message-Block, der musste weg wegen Bugs. Aber der war auch nicht nötig. Okay, wir gehen jetzt mal als allererstes in die Retropipe rein. Habe ich auch nicht gefunden ohne Hilfe. Ja. Ich wollte aber ganz bewusst diese Pipes nicht sehr gut verstecken, sondern die sollten sehr obvious sein. Ja, kommen in eine Retropipe. Viele haben sich auch gefragt, was soll der Schalter hier? Der ist eigentlich nur da, um das Level, damit man den Switch-State nicht vor der Pipe ändert und im Nachhinein den Schalter nicht mehr drücken muss. Man könnte es nämlich dann vereinfachen, das Level. Von daher ist das hier. Ja, und hier gibt es die Shoutouts. Das hat mir auch besonders viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn das jetzt viele noch nicht gesehen haben, dann macht euch auf ein paar Sachen gefasst. Das ist sehr, sehr cool. Ja, hier gibt's Nelfal. Und es gibt zwei Textboxen. Es gibt immer einen Plebsen. Hier ist es jetzt Plebby Potter. Einen Plebsen, es gibt ja viele verschiedene Plebsens, der die Person auf dem Bild vorstellt, präsentiert. Also, hello Plebsen, my name is Plebby Potter and this room is dedicated to Nelfal. Und dann, und so kam das Densen-Sprite auch nochmal zur Geltung, gibt es immer eine persönliche Nachricht von mir, also von meinem Sprite, zu der Person auf dem Bild. Und das fand ich eigentlich eine nette Idee und dann habe ich das Densen-Sprite auch noch eingebaut und ich habe leider gesehen, dass sehr viele haben das hier gemacht und sind dann in die Pipe und haben das hier nie gemacht. Das fand ich ein bisschen schade. Also habe ich von zwei, drei Leuten gesehen, die niemals die Nachricht da oben gelesen haben. Ich weiß nicht, ob das nicht klar war, dass man da oben auch nochmal eine Nachricht bekommt, aber ja, eigentlich sollte es klar sein. Ja, thank you for everything you do for the community. Everyone loves you. Stay as you are. You are great and function. Ja, das hat richtig Bock gemacht. Die Texte auch und das war nett. Das war gar nicht so einfach, weil man sehr beschränkt ist in den Zeichen. Das muss man ja auch sagen. Aber cool. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, Shoutouts und natürlich Nelfal im ersten Level. Klar, weil ein anderes ein Shoutout hätte er ja nie gesehen. Deswegen im ersten Level. Gut. Let's go. Wir versuchen mal das Level jetzt einfach zu spielen. Vielleicht pausiere ich an der einen oder anderen Stelle mal, um was zu zeigen. Aber dieses Level haben, glaube ich, schon sehr viele gesehen. Hier sind Shatterblocks. Die kriege ich kaputt, auch als kleiner Densen. Das war schon mal nix. Wie lange kann ich überleben? Burn. Ach, das ist sehr nett gemeint. Und das ist ja, also das ist ja wohl klar. So, hier unten wird die Shell zur Disco-Shell. Ihr werdet sehen, das sind alle Level sind sehr schnell. Man hat in der Regel immer sehr wenig Zeit zum Durchschnaufen. Jetzt sieht man auch das erste Mal den großen Plebsen, der echt schäbig ist. Finde ich auch gut, dass das im ersten Level passiert, damit man direkt mal sieht, was hier los ist. Wie sieht der eigentlich mit Pilz aus? Ja, nicht besonders schön. Hecto da, danke für dein Prime-Sub. Und hier geht's schon Richtung H. Also ein sehr humaner Einstieg, würde ich sagen. Die Level-Schwierigkeit steigt nicht mit Fortschritt der Level. Also es wird nicht immer schwerer. Es ist sogar ein bisschen durcheinander. Aber das erste Level ist schon, würde ich sagen, auch mit eines der einfachsten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das am meisten gespielt habe. Das kann auch sein. Aber im Großen und Ganzen ist der Hack natürlich generell nicht leicht. Das muss man auch sagen. Ist nicht für jeden was. Input-Display, das kann natürlich noch kommen. Genau. Was sich hier auch noch verändert hat, nachdem ihr es gesehen habt, ist der Hintergrund. Und ich kann euch fast sagen, in jedem Level ist der Hintergrund dunkler geworden. Das war nämlich ein Feedback, das ich bekommen habe von sehr vielen Testern. Der Hintergrund in jedem Level ist dunkler geworden. Und auch das habe ich ja vorher gar nicht so beachtet. Und jetzt fällt es mir selber auf, wenn ich andere Hacks spiele. Ich sage ja immer wieder, krass, wie der Hintergrund sich nicht ab... Oder wie der Vordergrund sich nicht ab... abgrenzt vom Hintergrund. Das ist so wichtig und es ist sehr simpel zu machen, eigentlich.
Ist mir aber auch erst durch die Tester bewusst geworden und habe ich eigentlich in jedem Level verändert danach. So, ich spiele das Level mal. So. So, jetzt kommen wir schon zum ersten Troll im Spiel. Und ich möchte mal zum Thema Troll möchte ich sagen, also es sind in meiner Welt, ihr wisst ja, wie ich mich selber aufrege über Trolls. Ich weiß nicht, ob ich hier stehen kann. Ja. Ihr wisst ja, wie ich mich aufrege über Trolls. In diesem Hack gibt es eigentlich nur ein Level, wo man wirklich böse getrollt wird und eigentlich drauf geht. Ansonsten kann man auf alles reagieren und man kann Trolls dodgen, sage ich mal so. Und so schwer ist es eigentlich nicht. Es gibt sowieso nicht so viele, aber hier gibt es einen und ihr werdet es sehen. Ich glaube, ich brauche jetzt Geschwindigkeit. Da. Und der Trick ist, ein zweites Mal in die Pipe zu gehen. Wenn ihr das nicht macht, kriegt ihr den vorderen Bullet Bill hier vor die Nase. Also ihr werdet einmal, müsst ihr rennen in die Pipe und dann müsst ihr sofort wieder rein. Und jetzt gibt es eine Sache, die viele Leute als Jank deklariert haben oder auch in den Clips als Jank markiert ist. Der Bonsai Bill, die Bonsai Bill kommt immer wieder. Ich kann mal Pause drücken, das ist übrigens die Plebsen Bonsai Bill. Kommt immer wieder. Aber das ist auch ganz bewusst so. Die kommt halt nur wieder, wenn ihr hier zu lange steht. Wenn ihr instant wieder reingeht, ist sie nicht da. Das heißt, wenn ihr hier jetzt sagt, ach, ich warte mal hier, dann kommt sie wieder. Aber das ist kein Jank. Sondern das, was ihr machen müsst, ist einfach schnell wieder in die Pipe gehen. Das hat was mit dem Spawn zu tun. Und sie ist auf der linken Seite noch zu sehen, deswegen kann sie rechts nicht spawnen. Ja, Level 1. Achtung jetzt, Event of the Overworld. Schon ein bisschen irre, oder? Erdbeben und der ganze Berg öffnet sich von oben und man sieht quasi in die Mine rein. Das ist schon sehr crazy, finde ich. Ja, ist schon sehr cool. Born on Charcoal, ja. Warum der Name? Der war eigentlich in den Testversionen auf Kohle geboren, hieß es in den Tests. Warum auch immer. Und dann habe ich... Ich habe ja nochmal den Level neue Namen gegeben, habe ich aber gedacht, das passte irgendwie einfach auf Englisch. Zack, easy. Ja, und dann die kleine Intro-Szene. Auch das mag ich, dass es das immer wieder meinen Leveln gibt. Natürlich für Speedruns dumm, das ist mir klar, aber für Atmosphäre irgendwie cool. Glück auf und wir kommen ins Minen-Level. Finde ich, ich finde das für die Atmosphäre, wenn man das Ganze so als komplettes Spiel sieht, finde ich das ganz cool. Und hier ist die nächste Retro-Pipe. Also das Konzept in den Retro-Pipes ist immer gleich, wie ihr seht. Und ja, ich habe eigentlich versucht, einen passenden Plebsen immer zu der Person, die einen Shoutout bekommt, zu wählen. Ich weiß nur nicht, warum ich das beim Nafer nicht gemacht habe. Ich glaube, da war Nafer war der erste Raum und da hatte ich die Idee noch nicht. Und danach waren es immer passende. Weil, also man könnte sich fragen, warum ist Harry Potter bei Nafer? Das hat eigentlich keinen... So, ja. Es hatte aber gar keinen großen Gedanken. Gedanken kamen erst später dazu, dass es ja vielleicht auch passen könnte. Aber ich habe auch jetzt keinen Roboter-Bot, irgendwie Mega Man oder so. Keine Ahnung. Aber von daher, Harry Potter, ich finde auch, das passt und alles ist gut. Ja, Matthias. Matthias. Hello, Plebs. My name is Blink. And this room is dedicated to Matthias. Thank you for the great hours together in Kaizo geht das and the opportunity to open the world of SMW to so many people. Fand ich ganz lustig, auch mal so ein Bild zu nehmen. Jetzt nicht einfach ein Porträt, sondern das zeigt ja einfach irgendwie, dass das Kaizo geht, das Ding. Fand ich nice. Ich habe auch eine Brille. Eben. Easy. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier in die Mine. Meiner Meinung nach eines der schwersten Level, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Weil es einfach nur diesen Cape-Part gibt. Ich finde ihn jetzt gar nicht schwer eigentlich, aber die Tatsache, dass es einen Cape-Part gibt und für viele, die nicht so erfahren sind, ist das natürlich, ja, übel. Diese Glaspipe hier an der Stelle übrigens, die fand ich, die ist so simpel. Ich kann ja mal sagen, was da technisch, weil ich habe ein, zwei Mal gehört, boah, die Glaspipe, wie funktioniert das? Das war ja auch sogar nach dem Bauen. Die Glaspipe ist sowas von cool und die müsste man eigentlich viel häufiger benutzen. Die Pipe ist nichts anderes als
Luft quasi, Luft mit Grafik. Und das Mittelstück der Pipe ist einfach nur Luft mit Grafik und ja, es ist quasi nur ein weißer Strich. Aber irgendwie passt die Lore da genauso rein und es sieht irgendwie cool aus. Also, es ist nett geworden, muss ich sagen. Hier gibt es leider auch einen bösen Jank, den der ein oder andere Mensch leider bemerken musste, nämlich diese Schräge der Schiene kann dich relativ simpel töten, wenn du sehr weit rechts auf der Lore stehst. Habe ich aber auch nicht weggekriegt und ja, man muss, es ist ein Mole, genau, und wenn du da zu weit rechts stehst, trifft dich die Schräge und killt dich. Habe ich nicht weggekriegt, aber ich sag mal, nach einmal sterben wusste man, dass man da nicht so weit rechts stehen sollte. Und man beachte die Swooper, die auch lustige Augen haben. Ah ja, das ist hier, glaube ich, auch ein ganz ekliger Jump, der letzte. Der war für viele ein Problem. Ja, das war schon Part 1. Und jetzt wird's lustig. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute nicht mochten im Hack. Oder für viele das Nervigste war. Und es war ein bisschen doof, dass das Level 2 war. Oh, wow. War noch cool, ja. Ihr seht es ja schon, Turbo Mode. Also jetzt wird es deutlich schneller mit den Loren. So, was besonders daran ist. Und da kann ich einfach mal, einfach viel zu schnell. Ich kann euch das mal sagen. Ich habe viele Leute gesehen, die sich wundern, dass es kein Momentum gibt. Was ja auch Sinn macht. Ich fahre mit 100 km/h auf dieser Lore, springe gerade nach oben und es gibt kein Momentum. Aber ihr könnt auch von unten in die Loren springen. Und deshalb ist es so leicht eigentlich. Ich kill mich jetzt mal. Ihr müsst nichts tun, außer, ihr könnt es ja einhändig machen. Ihr müsst unter den Loren einfach B drücken. So, das ist das, was ihr machen müsst. Sehr simpel. Aber wenn man das erste Mal in das Level kommt, das blind spielt und denkt so, was geht ab? Dann waren viele überfordert und haben irgendwelche crazy Jumps gemacht. Und ich habe immer gedacht, Alter, warum machst du das so schwer? Und haben dann so irgendwie gemacht. Und dann, boah, und hier und wo. Und ich denke so, uff, du kannst ja einfach von unten nach oben springen. Und dann geht das auch sehr schnell hier. Ja, aber das ist, und das muss ich ja immer wieder sagen, ich verstehe das ja, dass die Leute, vielleicht waren sie auch schon so weit und haben gesagt, das sind Moles. Weil im ersten Part waren es ja Moles. Ich kann nicht von unten in einen Mole springen. Aber eigentlich ist es dann auch gar nicht mehr so schwer. Und dann war es für mich immer sehr hart zum Gucken. Ich will ja auch dann nicht in den Chat schreiben, ey, du kannst einfach da reinspringen. Ich will das ja, dass die Leute das so spielen, wie sie das spielen wollen. Aber da habe ich immer gedacht, oh, du machst dir das so schwer. Und auch hier kann ich euch am nächsten Part zeigen, was ich gesehen habe, war das. Und ich dachte so, warum? Warum nicht einfach straight nach oben? Was sind das für komische Kurven, die ihr da fahrt? Aber ich kann es ja verstehen. Aber ja, es ist sehr simpel eigentlich. Es sieht viel wilder aus, als es ist. Weil man kann auch hier so machen. Ja, theoretisch. Nicht so weit links. Aber man kann einfach von unten reinspringen in die Lore. Aber man kann es natürlich auch so machen. Also da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Ja. Aber man kann einfach so machen. Ja, und jetzt wird's wild für viele. So, jetzt gibt's hier P-Speed und ein Cape. Okay, jetzt habe ich's hingeworfen wegen der Pause. Ich weiß nicht, ist es schlau, das Level erstmal ganz zu spielen? Ich glaube ja, ne? Anstatt immer die Pause zu drücken. Ja, ich glaube auch. Und dann kann man ja vielleicht auch nochmal rein. Und zu den ein oder anderen Sachen was sagen. Ja. Ich spiele das erstmal ganz. Aber mir fallen halt so viele Sachen ein, wo ich ich könnte ja zu so vielen Dingen was sagen. Und das will ich irgendwie. Und dann müsste ich Level ja zweimal spielen. Aber eigentlich ist ja auch wurscht. Ist ja auch. Und ich bin mir übrigens auch sicher, dass ich an der einen oder anderen Stelle noch eine Speedstrat zeige, die, glaube ich, auch noch nicht gefunden wurde. Slowdown, sehr geiler Clip von Kapostel. Ich glaube, den können wir auch gleich mal reinzeigen hier. Ich musste sehr lachen. Ja, jetzt muss man hier mit dem Cape ein bisschen die Geschwindigkeit anpassen, weil man muss jetzt gleich hier einen Ground Pound auf die Lore machen. Und dadurch, dass sie sich bewegt, ist das schon auch nicht ohne, muss man sagen. Und der Ground Pound auf die Lore ist schon
wirklich ein kleines Ding. Moment, ich mach mal ein paar Clips auf, weil wir können sie direkt dabei zeigen. Das ist geil. Und ich musste bei Kapostel wirklich sehr, sehr lachen. Er wusste scheinbar nicht, wie man bremst mit dem Cape. Funny Moments. Ich muss mal gucken, ob es das ist. Dann zeige ich euch den Clip. Oh, du. Nein. Vielen Dank nochmal an der Stelle für alle, die diese Liste gemacht haben. So, hier. Wir gehen erstmal auf die Overworld. Das war das Level. Von rechts nach links war viel einfacher. Geht auch. Ja, aber ich meinte, jetzt sehen wir das erste Mal die zweite Subworld der Overworld. Und auch hier sind so viele Details. Das kann ich auch gleich mal, kann ich mal drauf gleich eingehen. So viele Details, die vielleicht gar nicht jeder gesehen hat. Ja, das ist Subworld 2, aber wir gehen jetzt mal kurz in den Clip. Ja, der war lustig. So, there we are. Groß. So, Kapostel wusste scheinbar nicht, wie man bremst an der Stelle. Und liest nur das Schild mit Slowdown. Was, muss ich fliegen? Was für Slowdown? Was für Slowdown? Was ist Slowdown? Wie slow ich down? Was ist das? Was Slowdown? Slowdown? Wie soll ich ihn down slowen? Aber Kapostel hat schon verstanden mit dem Hochsprung. Oh. Jetzt weiß ich, was noch kommt, aber was ist Slowdown? Slowdown? Da muss ich wirklich sehr lachen. Ich glaube, wir brauchen auch den... Slowdown? Wie slow ich down? Was ist Slowdown? Slowdown. Also, ich kann es ja verstehen, Kapostel, dass du nicht weißt, wie man, dass man bremst. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, meinst du, was meint der mit Slowdown? Also, was mit Slowdown gemeint ist, ist ja eigentlich relativ offensichtlich, oder? Es könnte halt höchstens daran liegen, dass du nicht weißt, wie man downslowt. Das verstehe ich. Wie slow ich down? Ah, es war schon das gute Clip. Mal gucken, wir können hier gleich bestimmt ein paar passende Clips sehen. Einfach mal downslowen und den Stream genießen. Ja, mehr Clips. Ja, ja. Vielleicht machen wir am Ende coole Clips und ich... Wir machen am Ende eine Session mit Clips, von denen ich... Obwohl, das ist auch doof. Dann guckt ja keiner mehr das lustige Compilation-Video. Ein, zwei können wir gleich mal gucken am Ende. Ja, wir sind jetzt in der nächsten Subworld, der Wald. Und ja, viele kleine Details. Ihr seht die Skulltulas schon aus dem Wald, das fand ich sehr geil. Und ihr seht unten auf dieser Insel diesen etwas anders gefärbten Wald, das quasi ein Chocobo-Wald sein soll. Und deswegen hat er auch eine andere Farbe, das ist kein Versehen, sondern das ist halt ganz bewusst. Und ab und zu kommt dieser Chocobo hinter dem Baum hervor, um schon mal zu zeigen, was könnte da so auf mich zukommen. Ja, und er kommt auch ganz bewusst nur so selten. Aber ja, man kann schon mal auf die Idee kommen, da... Gut, der Secret Exit ist sowieso gekennzeichnet durch den roten Punkt auf der Stage und in den Weg. Also es ist ja relativ klar, aber fand ich eigentlich ganz schön. Die Mancha, die abgeschnittenen Holzflöcke auf der Map, also alles Referenzen zu dem Level Home of Odolva hier, wo wir drin sind jetzt gleich, finde ich einfach sehr detailverliebt und cool. Und auch... mit Hinblick auf das nächste Level sieht man oben schon die dunklen Wolken. Also da ist an alles gedacht und ja, cool einfach. Was Odolva, das haben auch viele nicht gewusst, aber ein paar Leute haben es danach gegoogelt. Ist es aus, googelt mal, dann wenn ihr das Bild seht, sagt ihr vielleicht, ah, nee, ist aus Majora's Mask. Monate, noch drei Montage, wupp, wupp. Kuss, kuss. Also ich sag mal, die Level sind ja schon vorher gebaut worden. Das heißt, Pixel Snack hat ja dann die Sachen aufgegriffen aus dem Level. Sagen wir es mal so. Also wie gesagt, ich habe vielleicht am Anfang noch bei den ersten Subworlds so ein bisschen mit überlegt, was könnte man da machen und dann lass uns da so einen Zauberwald machen und so. Aber gerade so die späteren
damit hatte ich nicht mehr so viel am Hut. Also ich will mich hier wirklich nicht mit fremden Federn schmücken. Aber ja, es sind natürlich immer Referenzen zu den Leveln, die schon existierten. Nicht andersrum. Also die Level gab's und daraufhin wurde ja die Overworld gemacht. Andersrum wäre es auch sehr schwer geworden. Flori und Sunny, moin. Okay, wir gehen auf Home of Odolva. Grüße aus Duisburg. Grüße nach Duisburg. Ja, das Level war das zweite, das ich gebaut habe. Und das ist, glaube ich, auch eines der leichteren. Wieder zurück ins Minenlevel. Ja, das Minenlevel mit den zwei Parts, ich glaube, da brauchen wir nicht nochmal zurück. Ja, das Erdbeben, das sind die kleinen Details, ne? Ich glaube, das Minenlevel brauchen wir jetzt nicht. Wir machen das hier. Ja, hier haben wir diese Climb Ropes. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Hat man jetzt schon häufig gesehen in Hex. Es gab hier ursprünglich einen Message-Block, der aber auch zu Problemen führen konnte. Der gesagt hat, du kannst an den Seilen hängen. So, das ist aber eine Sache, die du nach einer Sekunde merkst. Von daher ist das ein unnötiger Block gewesen. Und man kommt jetzt so in die Pipe. Das ist auch neu. Eine Retro-Pipe. Ja, mein Brother. Ey, Gamma, danke für 1000 Bits. Mein Bruder, als Ruffy-Fan oder als One-Piece-Fan, natürlich der Ruffy-Plebsen, sagt, this is a shout-out to my brother. Und da muss ich sagen, der ein oder andere hat da so darauf reagiert, als wäre das irgendwas Böses, was ich da geschrieben habe. Hab ich gedacht, leider. Ich habe es 2-3 Mal gehört, so, Shots fired. Aber es war eigentlich nett gemeint. Denn ich habe geschrieben, Shoutouts to my brother Nils, who keeps the skill average in the family nice and flat so I can shine. Thank you, brother. Also eigentlich eine nette Nachricht mit einem kleinen Seitenhieb vielleicht, aber im Großen und Ganzen natürlich nett gemeint. Und er selber fand es auch lustig. Ist halt eine Neckerei, ja, eben. Und es ist mein Bruder, wenn ich irgendwem, ja, vielleicht ein bisschen ärgern darf, ja, dann wohl meinen eigenen Bruder, oder? So, ja, da sind wir im Waldlevel. Super viele Custom-Grafiken, hier die Skulltulas, die 1F0-Blöcke, die quasi unsichtbar sind unter den Webs. Ich wollte das Level doch einfach erstmal spielen, ne? Ja, ich spiele das erstmal. Und dann gehen wir nochmal rein. Und dann kann man nochmal genauer pausieren an der einen oder anderen Stelle. Ja, das Level ist, glaube ich, wie gesagt, auch eines der leichteren. Deswegen war im Endeffekt die Auswahl, dass Level 2 die Mine ist, nicht besonders schlau, würde ich im Nachhinein sagen. Aber lag einfach daran, dass es von der Overworld halt her super gepasst hat. Und die Blätter aus dem Schlümpfe-Game. So, jetzt kommt ein sehr krasses Special am Ende, nämlich unser Orb ist nicht sehr normal. Wir haben ein DK-Fass und da wollten wir auch unbedingt, hier kann ich jetzt Pause drücken, weil das muss ich gleich auch nicht nochmal zeigen, dass es klar ist, dass man von überall in dieses Fass kann und man nicht von oben reinspringen muss. Aber das habe ich zum Glück nicht einmal gesehen, dass jemand versucht hat, quasi mit Kurve oben in das Fass zu springen. Zum Glück nicht, also alle sind einfach von unten rein. Und dann geht es auch. Und dann passiert das. Und sobald ich wieder Jump drücke, werde ich in alter Donkey Kong-Manier aus dem Fass geschossen. Klar, das DK-Fass schießt uns in Donkey Kong eigentlich nicht raus. Aber es sollte natürlich sofort klar sein für den Spieler, das kommt aus Donkey Kong und ich kann in dieses Fass rein. Sinn macht es natürlich eigentlich nicht, weil eigentlich ist da ja Diddy oder Donkey Kong drin. Aber es sollte halt einfach schnell klar sein. Ja, ich glaube, ein paar Sachen kann man hier schon nochmal zeigen. Mission erfüllt, eben. Also ich denke, das war wichtiger, als dass es sinnvoll ist, welches Fass da jetzt gewählt wurde. Ja, hier die Deku-Maske am Anfang sind so kleine Zelda-Referenzen. Die Custom Goombas, also die, ne, was heißt Custom Goombas? Das sind Goombas und keine Galumbas. Die, und das mochte ich eigentlich auch, auf einem unsichtbaren 1F0 stehen. Und dahinter, den ist einfach nur ein Luftblock, der aussieht wie ein Web. Und so sieht es aus, als würden sie in einem Spinnennetz hängen. Tun sie natürlich eigentlich nicht, sondern sie stehen auf unsichtbaren Blöcken. Und hier gibt es einen Secret Exit. Der ist, glaube ich, auch human zu finden.
Ja, und hier gab es auch den einen oder anderen Tod. Die Secret Exits sind immer so ein bisschen trollig. Nämlich hier. Aber ich kann schon mal sagen, oh, Picosh, da ist er ja. Wenn man hier stehen bleibt, killt einen der Skulltula nicht. Also er kommt nur runter und erschreckt dich, aber er tötet dich nicht. Das Problem ist, viele sehen das dann und hüpfen und dann sterben sie natürlich. Ja, und dann gibt es noch den anderen Skulltula da oben, der ist ja angedeutet im Baum. Und viele versuchen den dann auch so zu baiten und denken, er geht wieder hoch und dann, ja, oh, ups, er bleibt da. Und die Situation will man hier eigentlich nicht. Die geht immer noch, aber ist natürlich nicht leicht. Ja, das ist nicht easy. Man könnte es aber noch retten. Wir brauchen die Clips dazu. Es ist nicht so einfach, alles dann. Also, weil ich ja nicht weiß, welche Clips was sind. Ich kann immer nur von der Zeit ausgehen. Und von den Personen. Also, ich glaube, die Clips gucken wir am Ende, gucken wir einen oder anderen Clip an. Und dann wartet auf die Compilation auf YouTube, wo ihr ganz viele Streamer seht, die darauf reagieren. Ja, ja, finde ich auch. Gut, also wenn man das hier schnell spielt, ist das eigentlich kein Problem. Ja, okay. Das ist Level 3 übrigens. Und jetzt hier, die Secret Exits waren immer gekennzeichnet mit Level 3 und dann, oder dem ursprünglichen Level, 5. Um nicht dem Spieler irgendwie zu zeigen, so, du bist jetzt in 3 und das nächste Level ist 5. Das fand ich irgendwie komisch. Als hätten sie was vergessen, deswegen wollte ich das so machen. Ja, Yellow Birds. Das ist das Level, wo ich am meisten Angst hatte davor, es zu sehen. Weil, also ich habe immer gehofft, ganz ehrlich, wenn jemand gespielt hat und der das blind gespielt hat, der es überhaupt noch nicht gesehen hat, den Hack, habe ich immer gehofft, geh bitte von dem Fass ins nächste Level nach oben. Ja, aber viele haben dann das Schoko-Level gespielt. Und ich sag mal so, ich habe viel häufiger erwartet, dass die Leute abranten und es hassen. Weil ich fand es eigentlich cool, bis zum Schluss. Aber es ist natürlich janky, wenn man es möchte, kann man es schon sehr kaputt machen, sag ich mal. Aber ja, wenn man es so spielt, wie es gedacht ist, ist es cool und hat einen geilen Flow, nach wie vor. Ja, also was ist das für eine Frage? Warum 3a und nicht 3,5 oder 3.5 oder 3b? Wo ist der Unterschied? Was auch immer. Ich könnte auch 3.2 nehmen oder 3x. Ja, okay. Final Fantasy, ihr... Ja, ich zeig's euch. You ride a chocobo. You run automatically. If you run into a wall, you will change direction. Also, ich brauche das Steuerkreuz überhaupt nicht. Dieses Level kann man einhändig spielen. Ja, ich kann es so spielen. Chocobo Blocks only hold Chocobos. You are too heavy. Da haben viele gesagt, das macht doch gar keinen Sinn. Aber das You bezieht sich ja auf Plebsen. Also es macht schon Sinn. Also die Chocobo-Blöcke können Chocobos tragen, aber mich nicht. Deswegen muss ich abspringen. Das ist so ein bisschen die Idee. Und hier habe ich auch ganz häufig gesehen, da sind irgendwie 3 Blue Coins. Also sind die Leute dreimal, haben die dann gedrückt. Also so. Und dann war es auf einmal voll knapp und sah so super janky aus. Und dann habe ich gedacht, Alter, mach doch so. Aber ja. Kann ich aber alles verstehen. Ja, und Tomberries, die werden natürlich gegessen. Also ihr seht es. Ich laufe hier automatisch. Das geht auch nicht anders. Ich kann auch nicht bremsen, langsamer laufen. Das ist immer gleich. Ich brauche nur die eine Hand, nämlich die Buttons. So, und das macht zum Beispiel solche Sachen auch nicht leicht. Ein Shelljump, wo du selber nicht korrigieren kannst, ist nicht so ganz easy. Aber natürlich Final Fantasy Musik, was sonst? Die Chocobo Musik. Muss ich mal gucken, ob ich überhaupt noch gut durchkomme. Ja, das hier, da sind auch viele drauf reingefallen. Die haben den Schalter gedrückt. Und sind dann jetzt nach unten gegangen. Aber man darf ja nicht vergessen, man läuft ja dann nach links und kann die Richtung nicht mehr wechseln. Das heißt, man muss erst gegen die Wand und dann in die Pipe. Also so. Ja, und hier muss man den Indikatoren trauen. Weil es wird sehr schnell. Und rein. Das ist der erste Part. Eigentlich, simpel. Wenn man es so spielt, wie es gedacht ist.
Das ist jetzt, jetzt kommt wirklich der coolste Part überhaupt. Nämlich die Position der Blue Shell und wie wir hinterher rennen. Ich finde, das ist so cool. Dass das so konstant passt, ist wirklich setup-technisch Hammer. So, wir kommen nicht dran. Und jetzt ist der Flughafen, aber wir kommen ganz am Ende dran. Und können dann abheben. Ich finde, das ist nach wie vor eine der coolsten Stellen. Im ganzen Heck. Wie er es selbst feiert? Nein, ich feiere es nicht selbst. Das ist ein Ding, was alle Leute gemeinsam gemacht haben. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich das selbst feiere. Hier ist übrigens Todesjank. Das kann ich mal zeigen. Die Schalter sind überhaupt nicht aktiv. Das ist mir erst bewusst geworden, als es Leute gespielt haben. Also ich feiere mich nicht selbst, weil das ganze Ding von so vielen Leuten gemacht wurde und die Grafiken. Hier, dieser Schalter, wo ich jetzt durchlaufe, hat überhaupt keine Bewandtnis. Also ich habe Glück, dass der Schalter oben die Shells spawnt. Aber die Blöcke, wo ich jetzt gerade durchlaufe, die tun gar nichts. Aber ja, macht nichts. Wenn ich den Schalter nicht drücke, kommt die Shell nicht. Boah! Hier wird gemasht. Und rein in die Pipe. Das war's, Level. Eigentlich simpel. Eigentlich simpel. Tastingo, Junge! Raidet rüber. Wo sind wir eigentlich? Wir sind schon in 5, ne? Ah, der Timer ist halt albern. Eigentlich simpel, ja. Eigentlich simpel, wenn man es wenn man weiß, wie es funktioniert. Dingo, danke für deinen Raid. Über 2000 Leute. Ja, wir machen hier einen sehr lahmen, aber auch detailreichen und informativen Run durch Nemesis. Mit vielen Kommentaren zu einzelnen Sachen. Ja, kleines Detail hier auch. Ist nicht nötig, aber ganz cool, dass wenn das Level geschafft ist, sieht man die kleinen Chocobo-Küken rechts. Weil man sie ja dann gerettet hat oder was auch immer. Könnt ihr euch selber überlegen, was ihr da für eine Story einbasteln wollt. So, und jetzt genau das, was im Nachhinein nicht schlau war, meiner Meinung nach. Jetzt gerade eine Sub 30 hingelegt. Alter, okay. MTK, dankeschön. Für 5 Subs, vielen herzlichen Dank. Nero, dankeschön. Für 17 Monate. Und MTK83, danke für 5 Subs. Ich mach auch gleich mal Runs. Mal gucken, wo ich lande. Giftet 5 Subs. Ja, gut. Also, was ich hier jetzt nochmal zu dem Problem, das ich erst auch bemerkt habe, als Leute es gespielt haben. In der Regel haben sie den Wald gespielt, ins Pass reingegangen, haben gedacht, oh, es gibt einen Secret Exit, sind zum Secret Exit gegangen, haben den Secret Exit gemacht und sind ins Chocobo Level. Und dann war diese Transition von Wald übers Fass in die Wolken viel zu lange her. Die wurde unterbrochen. Lasi, Alter, danke für 2000 Bits, danke für euren Support. Und das fand ich irgendwie schade, weil es war gar nicht mehr, also man ist ja durch das Chocobo-Level nicht in 5 Minuten durch gewesen. Das hat ja 30 Minuten gedauert. Dann hatte man gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass ich ja eigentlich im Wald von dem Fass nach oben geschossen wurde, weil es unterbrochen wurde. Vielen Dank für euren Support. Inet Breaker, Solotos, dankeschön. Solotos, 19 Monate. Und dann kommt man hier hin. Ja, würde man das sofort aus dem Waldlevel machen, wäre das irgendwie cooler. Ja, und jetzt seht ihr hier meine Lieblings-Subworld, würde ich sagen. Die Stadt, die ist wirklich sehr, sehr crazy. Kleine Details im Fenster, über der Tür zum Beispiel die 86. Immersion vorbei, komplett. Die Turtles, die da unten tanzen, vermuten schon so, deuten ein bisschen auf das hin, was gleich kommt. Der Soda Popinski mit dem Plepsi-Schild. Also das ist schon eine sehr, sehr coole Subworld. Auch das Auto unten ist deutlich komplizierter, als ihr euch das vorstellt mit dem Auto. Naja, weil es Pepsi ist. Deshalb. Ja, und Kaminarigoro, was ist das? Das ist dieser typische Gegner von Mega Man aus der Airman Stage, der die Blitze wirft auf diesem Podest. Haben vielleicht auch ein paar Leute gegoogelt. Und finde ich auch ein cooler Name für ein Level irgendwie. Hier kommen wir jetzt hin. Also, ihr müsst im Kopf haben, aus dem Fass vom vorherigen Level in dieses Level.
Und dann fliegen wir nämlich in den Himmel. Okay, wir spielen es jetzt erstmal einmal. Obwohl, die Shoutout-Pipen nehmen wir natürlich. Pixel Snake. Ich liebe das Intro so. Ja, ich mag das auch. Musikalisch ist es auch gut. Nee, Bloody Mage, muss ich mal gucken. Hello, Plebs. My name is Solid Pleb. And this room is dedicated to Pixel Snake. Heißer. Thank you for the time and effort you put into Nemesis during long evening Discord sessions. You have been a tremendous help. Ja, also habe ich, glaube ich, jetzt auch schon wirklich häufig gesagt und kann ich hier an der Stelle auch nochmal genauso sagen. Natürlich ist die Overworld eine 12 von 10, das kann kein Mensch anders sehen. Aber nicht nur die Overworld, sondern der hat, also Pixel Snake hat abends mit mir so viele Stunden im Discord gesessen und an Problemen gefeilt, unabhängig von der Overworld. Also hat wirklich einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Ding auch jemals fertig wurde. Kann ich euch sagen. Es ist ohne Brille, ja. Das Bild ist alt. 5 Jahre? 4 Jahre? Irgendwie so? 4? Also an der Stelle wirklich dickste Shoutouts. Sonst wäre es wahrscheinlich nie fertig geworden. Wexakita, 16 Monate, Wexakita. So, hier sehe ich sehr viele Leute, das irgendwie komisch machen. Ich weiß nicht, ob das eine Speedstrat ist. Aber irgendwie sehr seltsam, wie da an dem Swamp vorbeigegangen wird. Das war das Level. Heute Nemesis Weltrekord Run. Nee, ich werde das nicht schaffen. Ich werde wahrscheinlich relativ zügig durchkommen, aber ich werde ja keine PB aufstellen oder so. Aber das ist auch gar nicht mein Plan. Geiles Level, ja. Hat einen coolen Spielflow. Und jetzt das am Ende, ja, ist ein kleiner Troll, wo man denkt, okay, das ist wirklich super tight. Und ich fand's auch cool, wenn Leute hier kurz standen und gedacht haben, boah, Alter, okay, der Jump ist heftig. Und dann haben sie schon hier so getestet, so wie springe ich da am besten durch, dass ich ins Ziel komme und so. Ja, aber im Prinzip ist das alles eine Wand hier rechts, also ich komme gar nicht weiter, das ist einfach nur Wand und Troll. Timer spielt eigentlich keine Rolle. Läuft eh immer irgendwie komisch. Und dann fällt man hier runter und denkt sich, was passiert? Und wir müssen ja jetzt ja wieder vom Himmel in die Stadt. Die Turtles tanzen und empfangen einen, wie gerade ja schon auf der Overworld. Muss man ja auch sagen. Und jetzt baut sich diese Blume auf der Overworld, die Pflanze, auch super stark. Ja, das ist wirklich gut. Also wirklich, wirklich, wirklich crazy. Wirklich crazy. Ja. Ich kann hier nochmal zu den kleinen Tornados gehen. Und ja, das Intro. Die Musik passte halt so geil. Ne? Das war Zufall. Weil die Musik ja auch so ein Intro hatte. Ja, der Wind hier... ja, ist eine Sache, die muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Sehr Custom-Mechanik natürlich. Kann man nicht auf Anhieb, muss man sich ein bisschen rein spielen in den Wind. Aber dann kann man den sehr konstant spielen. Ja, hier habe ich sehr viele verschiedene Strategien gesehen. Zum Beispiel auch sowas. Also, da gibt es jetzt nicht richtig oder falsch. Da kann man durch, wie man möchte. Und diese Stelle ist schon sehr knackig, finde ich. Und da habe ich lange überlegt, ob ich die Shell hinten irgendwie fixiere. Durch One-Ways oder so. Dass die Shell wirklich genau unter den beiden Coins fest stehen bleibt. Würde es deutlich leichter machen. Hey Baba, welcome to the stream. Yeah, this is the hottest garbage schon. Würde es natürlich viel, viel leichter machen. Aber ich fand, es hat dann nicht mehr so Bock gemacht. Weil wenn du auf die Shell, wenn du auf der Shell landest, dann fühlt sich das cool an. Wenn du das so mit dem Wind gut times, dann fühlt sich das irgendwie befriedigend an und du denkst, okay, habe ich gut gemacht. Wenn die Shell da jetzt einfach irgendwie so feststehen würde, würde das erstmal nicht zu dem Level passen. Und auch irgendwie... Ja, dann wäre es irgendwie doof. Also Intended war übrigens das hier, an alle, die das nicht so gemacht haben. Ja, der Checkpoint ist natürlich auch übel.
und gar nicht so einfach zu bekommen. Das, was jetzt hier so simpel aussieht, sag ich mal, ist auch ein bisschen gar nicht so, so... Ich weiß nicht, ein, zwei Tode habe ich da gesehen, aber die meisten haben es tatsächlich schnell bekommen, den Checkpoint. Ja, und dann haben wir die kleinen Tornados, die automatisch mich ins Spinjump bringen und mich sehr hoch schießen, wenn ich drauf lande. Ja. Kacke, sag's ruhig, der Checkpoint. Kacke nicht, also ihr seht ja, wie konstant ich da hochspringen kann. Es ist halt erstmal nur im ersten Moment, man ist gierig und will da hoch und bla 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 und dann... Hier übrigens auch beim Restart, es ist ja hoffentlich klar, dass ihr einfach B und Y halten könnt, um hier durchzukommen. Viele Leute habe ich gesehen, die immer wieder beim Checkpoint hier irgendwo so gestorben sind oder hier oben dran. Und ich dachte so, Leute, euch muss doch klar sein, dass ich das so positioniere, dass ich nach dem Checkpoint nichts anderes machen muss, als B und Y halte, um da oben in diese Lücke zu kommen. Aber ja, wenn man da ein bisschen, oder dann hat man auch das mal gesehen, dass man hier so tief reingeht oder erst wieder neuen Schwung holt. So kompliziert ist es gar nicht. Man muss einfach nur nach rechts halten, aber das muss man natürlich auch wissen. Das habe ich auch immer wieder mal gesehen, dass man hier so Schwung holt dann, um dann da durchzukommen. Aber einfach nur YB rechts, fertig. Könnte wirklich, wenn man so ein paar Sachen weiß, wie sie funktionieren, eines der einfachsten Level sein. Naja, ist doch gut. Ich glaube, so ein paar Sachen kann ich noch verraten, die nicht ganz bekannt sind. Vielleicht sind auch noch andere Sachen bekannt, die ich nicht wusste. Aber gerade so, was konstante Mechaniken angeht. Hier braucht man den dritten nicht, aber ich glaube, das ist für viele klar. Und dann geht's runter. Genau. Solche Dinge weiß ich, aber ja, vielleicht habe ich es in der Entwicklung oder beim Bauen selber auch gesagt. Ich möchte das so, dass man beim Spawn einfach nur nach rechts hält, B und Y und dann kommt man durch. So, jetzt kommen wir in die Stadt. Und in der Stadt, würde ich sagen, geht es wirklich das erste Mal so ein bisschen mit Lore los. Ein bisschen Story. Und eine Verbindung von mehreren Leveln. Secret of Ooze ist eine Anspielung an den Turtles-Film. Wir sind natürlich jetzt im Turtles-Universum, sage ich mal gerade. Und ja, sind beim schwersten Level des Hacks. Definitiv. Ich wollte eigentlich da bleiben an der Wand. Ich kann hier kurz Pause drücken. Ich würde sagen, das ist das schwerste Level des Hacks. Wer hier durchkommt, schafft den Hack auch auf jeden Fall. Wer hier nicht durchkommt, muss nicht traurig sein. Ist wirklich ein ekliges Shell-Level. Ja, was besonders an dem Level? Die Walljumps sind definitiv besonders. Und ich habe häufig gehört, die Walljumps sind scheiße. Ja, also ich hatte viele Varianten hier vorher ausprobiert mit Walljumps. Es gibt eine Uber-ASM, die mir erlaubt, an jedem Solid Ground einen Walljump zu machen. Das sind andere Walljumps, die sich anders anfühlen und mehr wie Mario Maker, sag ich mal, oder wie Mario Wii U. Und diese Walljumps hier haben die Besonderheit, dass ich quasi das machen kann. Also quasi an einer Wand bleibe. Ich könnte sogar an einer Wand hier. Ich könnte an dieser Wand immer bleiben. Das ist halt nicht der typische Walljump. Man kennt vielleicht Walljumps dafür, dass man immer sofort in die Richtung springt. Aber ich könnte mich an der Wand hier hocharbeiten. Ihr seht ja meine Inputs. Wichtig ist, dass ihr bei dem Walljump nach links drückt. Und das ist das Problem. Wenn ihr nach rechts springen wollt, müsst ihr natürlich erst noch nach links drücken und dann nach rechts. Und das ist für viele ein bisschen problematisch gewesen. Seht ihr das? Guckt, achtet mal auf die Inputs. Also beim Jump muss ich noch nach links drücken, aber dann muss ich natürlich instant nach rechts drücken. Ja, und das mochten manche Leute nicht. Gerade in den Tests habe ich häufig gehört, die Walljumps sind scheiße. Ich mag die, ich habe keine Probleme damit. Ich finde die cool und die bieten auch andere Möglichkeiten. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Die sind auch ganz bewusst die Möglichkeiten so eingebaut im Level. Ja, hier geht es um Shells. In einem Turtles-Level. Und hier kommen wir nicht weiter. Und Donatello ist da. Und auch das sind Kleinigkeiten. Achtet mal gleich drauf. Das ist Donatello. Und merkt euch das mal. Und er sagt, you need the magic turtle boots to destroy these ooze blocks. The path to boots is paved with gold. Ja, ihr kommt hier nicht durch. Und der Hinweis ist, the path to boots is paved with gold. Hier hat man auch gesehen,
dass Leute es manchmal nicht blind gespielt haben, weil man hat schon deutlich gesehen, wenn das noch nie jemand gesehen hat, der hat hier überlegt. Der hat hier kurz überlegt, was damit gemeint sein konnte und dachte hier, man könnte da reinspringen oder so. Oder hier die Coins, das habe ich auch gesehen, dass damit irgendwas gemacht wurde. Ja. Aber wer es nicht blind gespielt hat, ist halt instant dahin gesprungen. Man sieht es natürlich jetzt unten rechts, die Spikes, die goldenen Stacheln. Jetzt sieht man sie. Beim Spielen fallen sie natürlich nicht so auf, weil man eher auf die Position der Shell achtet und so weiter. Aber ja, hier sieht man natürlich die goldenen Spikes und hier kann man rein. Jetzt sind wir in der Kanalisation. Hier gibt es schon den ersten lustigen... Ich weiß nicht, ob es ein Cheese ist. Ich kann es mal direkt zeigen. Diese beiden Blasen sind da, um zu zeigen, was passiert. Die lilane Blase lässt uns automatisch wieder hochspringen. Also es ist so eine Art Trampolinblase. Die grüne ist einfach eine... das ist Vanilla, ja, aber... Die grüne ist einfach nur solid. Also ich kann drauf stehen. Ihr braucht die lilane Blase am Anfang aber gar nicht. Ihr könnt also einfach den hier machen. Aber die ist dafür da, um es zu erklären. Ich möchte euch dieses Sprite zeigen. Dieses Sprite ist von Nikarchen gemacht und ist ein Custom Blark. Sehr cool. Ein Krokodil, das Knochen spuckt und kein Feuer. Weil irgendwelche anderen Menschen schon vorher in der Kanalisation waren und die wurden aufgefressen. Eigentlich schon sehr nice. Also ihr könnt die erste Blase skippen. Und ihr müsst euch vor den Giftpilzen in Acht nehmen. Ui. Da bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gestorben, glaube ich. Man beachte auch das kleine Twitch-Logo im Hintergrund auf dem Stein. Kleinigkeiten. Und hier haben wir eine Retro-Pipe. FSK 18-Ecke, ja voll. Kennst du das jetzt hier alles nicht, Nefal? Ja, dreht die Farben um, definitiv. Weil P86 ist natürlich der Maßstab aller Dinge. Ja, Nikarchen. Die tolle Nikarchen, die wirklich sehr viel, die, glaube ich, auch ein bisschen Initiator war für diese ganze Pixel-Art-Kram-Geschichte für Nemesis. Es ist lange her, aber die hat am Anfang so viel Custom-Grafiken gemacht, da ist sie ja sogar. Nikarchen, schön, dass du da bist. So viel Custom-Grafiken gemacht und ich glaube, das hat viele motiviert, selber auch hier zu pixeln und dann auch andere Sachen zu pixeln. Und daher absolut verdienter Shoutout. Und Prinzessin Peach ist natürlich hier, also richtiger geht's ja nicht. Ich habe übrigens Bilder genommen, nur Bilder genommen von allen Personen, ohne zu fragen. Weil das ist natürlich auch eine Überraschung, sollte es ja sein. Aber ich denke mir, jeder Mensch, der streamt und sein Gesicht sowieso in einem Stream zeigt, kann eigentlich nichts dagegen haben, wenn sein Gesicht auch irgendwo sonst noch auftaucht. Also, so funktioniert ja die moderne Welt. Ja, thank you for the creativity you put into so many of Nemesis graphics. Thank you for being part of the community. Anzeige ist raus. Alarm, Alarm. Recht am eigenen Will. Naja, aber ich habe keine Beschwerden gehört im Nachhinein. Also vielen, vielen Dank dafür und Shoutout mehr als sinnvoll. Gut, wir spielen das Level mal. Rip. Bann den mal einer weg. So, das mag ich auch. Und ich glaube, auch das gilt eher zu den leichteren Leveln. Das hier ist ein bisschen verwirrend am Anfang, weil hier viel passiert. Ja, und jetzt kommen wir zur Problemstelle im Heck. Ach, ich dachte, es ist so eine Bounce-Blase, ich Idiot. Jetzt kommen wir zur einzigen Stelle, wo ich sagen würde, das ist ein scheiß böser, unfairer Troll. Wo ich selber, wenn ich den Heck spielen würde, mich aufregen würde. Aber ich bin mir sicher, das ist der einzige in dem ganzen Heck. Weil der ist in seinem Ursprung und in seinem Plan auch nicht besonders kreativ. So. Ja, was würdet ihr tun? So, ne? Das ist halt, also kreativ ist natürlich nicht, einfach Totenkopf und Pfeil zu tauschen. Was ein bisschen kreativ ist, ist dann die Art des Sterbens. Aber ja, natürlich müsst ihr rechts rein, um zum Ziel zu kommen und nicht links. Ich finde es im Nachhinein selber ein bisschen ideelos, muss ich sagen.
Aber die Art und Weise, wie man dann stirbt, oh, der Scroll ist hier natürlich auch mies, ist ganz lustig, denn ja, das ist meiner Gallus. Führt euch ganz zum Anfang zurück, die Pipe, und man fällt so super dumm einfach ins Gift rein. Also, ja. Aber der Grundgedanke des Trolls ist natürlich nicht cool. Einfach pick a pipe. Ja, pick a pipe. Es ist eigentlich pick a pipe mit einer Lüge als Hinweis. Ja. Ich find's eigentlich auch nicht mehr so cool. Aber, ja. Es war auf jeden Fall ein Troll, wo jeder reingegangen ist. Eigentlich. Die meisten. Die meisten, die es blind gespielt haben, sind natürlich dem Pfeil gefolgt. Gerade weil es auch so die Vermutung macht, dass das wirklich so gedacht ist als Hindernis, dass man in seinem Momentum nach rechts doch in die linke Pipe muss und dann wird man bestraft. Wow. Also, dass man den Schwung rausnimmt, nach links reingeht, wirkt richtiger. Aber man wird bestraft. Ja, voll, Fredator, das meine ich ja. Aber das ist die einzige Stelle in diesem Hack. In einem der leichtesten und kürzesten Level. Das muss ich zumindest zu meiner Verteidigung sagen. Aber ja, das wäre eine Sache, wo ich mich auch aufregen würde, weiß ich. Tja. So, und es fühlt sich halt so an, als müsste man hier zack und da rein. Das fühlt sich richtiger an, aber man muss zum Totenkopf rein. Ja, und hier gibt's nochmal Plessy. Nessie aus Earthbound mit lustigen Augen. Ich nenne es Rache. Es ist die einzige Stelle, Leute. Es gibt keine Kaizo-Blöcke oder sonst was. Immer noch besser als ein Kaizo-Block, definitiv, ja. Ja, und jetzt kommen wir zu Kawabanga. Hier gibt es schon Speed-Strats, habe ich leider gesehen. Die das Level deutlich vereinfachen. Aber ja, ich spiele es jetzt mal so, wie es gedacht war. Cooles Level, ein Rutschlevel, sag ich mal. Und das Giftwasser steigt. Und wir kommen jetzt hier zum Power-Up der Wasserblume. Man beachte mal, wie hässlich der Plebsen ist. Ich versuch gleich mal Pause zu drücken. Shit. Und auch da hat keiner gemerkt, gibt es ein mini, mini, mini kleines Easter Egg. Hatte ich bei keinem gesehen, dass das aufgefallen ist. Wenn Plebsen mit der Feuerblume schießt, achtet mal auf sein Sprite. Ich versuche gleich... Ja, der Schwimmreifen. Der ist... ganz bewusst drin geblieben. Aber ist keinem aufgefallen. Oder zumindest nicht bewusst. Den hätten wir wegmachen können. Das haben wir noch ein paar Tage vor Release. War klar irgendwie so, ja komm, machen wir weg oder nicht. Und dann war es irgendwie so, nee, lass doch eigentlich drin. Da sieht man mal, wie hässlich dieser Feuerblumenplebsen ist. Und ich versuch mal... Da! Hab den Frame getroffen. Dieser Style, den ist, glaube ich, den wenigsten Leuten aufgefallen. Gesehen, ja, aber nicht angesprochen. Ja, viele haben vielleicht auch gedacht, dass es eine Art Bug ist oder so und deswegen einfach nichts sagen wollten. Aber, ja. So sieht er aus, wenn er die Feuerblume schießt in der Luft. Habe ich noch nicht gesehen, ja. Nackt? Ja, nackt, aber mit Schwimmreifen. Ja, es ist weird, definitiv. Das ist das Schwimmsprite von Mario. Von Plebsen. Ist aber niemandem aufgefallen. Aber man sieht es ja auch. Ich spiele es ja jetzt mal ganz normal, das Level. Man sieht es ja auch wirklich nur kurz. Ja, und hier gibt es schon eine Speedstrat, die macht das Level deutlich einfacher. Weil man dann viel mehr Zeit hat. Ich kann die mal versuchen. Ich habe sie nur gesehen. Okay, das ist natürlich wirklich bescheuert. Beim Ducken zeigt er keinen Mittelfinger. Das ist die Schulter.
Das ist kein Mittelfinger. Oh. Interessant. Man sollte in diesem Level nicht pausieren. Wir haben einen Bug gefunden. Report, report, fix your hack. So, mit der Wasserblume können wir nämlich den Schleim hier kaputt machen. So, und hier gibt's auch lustige Clips von lustigen Trolls. Ihr dürft nicht einmal zu viel schießen, weil dann ist der Boden weg und ihr seid bei den Mannschaften. Ja, und jetzt hier, auch das ist leider nicht mehr gefixt worden, haben wir plötzlich Feuerbälle. Egal. Hat was mit der Palette zu tun und mit Michelangelo, der da steht. Aber ist wurscht. Und hier kriegen wir unsere Magic Boots und hier auch wieder so eine Kleinigkeit. Ich weiß, dass es Deathblocks gibt. In dem Rocky Path gibt es Deathblocks, die nicht sind. Ja, es gibt noch eine neue Version, wird es noch geben, Jupp, ja. Zeit zum Erstellen hat so ungefähr, weiß ich nicht, fast anderthalb Jahre, 15, 16 Monate so um den Dreh. 15, 16 Monate. Aufziehtreter, das sind die Magic Boots, die wir ja brauchen, um im Shell-Level weiterzukommen. Und hier so Kleinigkeiten, Donatello fehlt hier natürlich, weil Donatello steht ja in der Stadt und gibt uns den Hinweis. Oh, jump. You received the Magic Turtle Boots, insert Zelda Sound here. Griff 15.0, 8 Monate. Christo, danke für den 8. Monat, danke sehr. Ich kann leider nicht mehr ins Level, weil es ist ein P-Palace. Obwohl mit L und R, ne. Speedrun mach ich. Ich zeig's einmal und dann versuche ich mal Runs zu machen. So, jetzt haben wir die Magic Boots und wir können... ich weiß nicht, der Timer ist halt falsch. Jetzt können wir diese Steine kaputt machen. Jetzt gucken wir mal, ich versuche mal das Level, also mit Abstand das schwerste Level des Hacks. Ich versuche mal durchzukommen einfach. Habe ich jetzt ja auch eine Weile nicht mehr gespielt. Jetzt können wir diese Steine kaputt machen. Checkpoint, easy. V3X, 37 Monate. RIP, schade, fast der One-Shot. Ja, das Level ist wirklich sau hart. Und jetzt sieht man, warum ich diese Walljumps auch gut finde. Ich mag die Parts, wo man die Zeit überbrücken muss, um auf den Cooper zu warten. Ja, das ist so ätzend und es ist schon so genervt worden, das Ende. Und es ist trotzdem noch so eklig. Ich finde, die Walljumps sind an der Stelle das Schlimmste im ganzen Level. Das ist der schwerste Part. Oh, jetzt habe ich einfach in den Chat geguckt. Benson mag warten. Naja, ich warte ja nicht einfach, sondern ich muss wenigstens die Walljumps machen. Ich finde, diesen Part, die Walljumps, um die Spikes zu machen, ist mit Abstand das Schwerste hier im Level. Aber hier auch der rote Strom, der die Shells hält, ist ganz cool irgendwie. Das hier ist das Schwerste. Das Juggeln natürlich auch nochmal ätzend am Ende. Also das Level, ich sage ja, für viele wäre hier vorbei, denke ich mal. Wer hier bis hier hinkommt, okay, aber hier ist schon nochmal Next Level Shit. Na, das kann man auch noch... Das war mir auch gar nicht so klar, das habe ich auch erst gesehen, als ich Leute zugeguckt habe beim Spielen, dass man das so langsam machen kann.
Es ist das Schwerste hier mit Abstand. Das Juggeln ist. Also, das ist das Schwerste. Dieser scheiß Walljump. Das Ende hat Laser ziemlich gefrustet, weil er die ganze Zeit Shellbombs versucht hat, statt zu juggeln. Ja gut. Geht's nicht vielleicht auch? Ja, ja. Also, hier ist für viele Endstationen, ja. Hier reicht halt nicht, wenn du einen Shelljump kannst oder so. Das hier ist so schlimm. Ich hab doch nach oben gedrückt. Na gut, jetzt brauche ich aber auch besonders lange. Aber ich finde, wenn das Spiel, das Level hier mit Flow gespielt wird, ist es super cool geworden. Und ist auch cool anzugucken. Easy. Und da oben steht Shredder, warum auch immer. Oder auch einfach, ja. Weiß ich nicht, warum der da ist. Der ist einfach da. Jetzt kommt das Beste am Hack. Da habe ich auch einen lustigen Clip, den können wir auch mal direkt gucken. Aber ich will nicht zu viele Clips zeigen, weil ich glaube, ein paar Sachen sollen wirklich für die Compilation bleiben. Ja, Call a Taxi. Lustiges Level, es ist eigentlich Quatsch, aber... Ist wirklich cool geworden und gute Idee. Ja, wir fahren Taxi. Mario ist der Fahrer mit neuem Job und wir tun nichts außer hinten drin sitzen und wir fahren von der Stadt in die Wüste. Das ist im Prinzip nur die Transition in die nächste Overworld. Ja, so eine kleine Cutscene. Eigentlich ganz cool. Das ist genau das Taxi. Na klar. Und da kann ich mal zumindest, weil ich das fand ich wirklich sehr cool. Poos Reaktion zu dem Taxi ist schon sehr nice, muss ich sagen. Ist es das hier? Klick mal eben an. Nein. Das muss weiter hinten sein. Nein. Gib mir eine Sekunde. Hier ist sie. Die gucken wir mal an. Vielleicht haben die ein oder anderen Leute ja schon gesehen. Wir waren live dabei. Lebsen freut sich. Castlevania lässt sich ab hier musikalisch. Also ja, Pooh hat's auch gespielt und er kommt dann hier zum... Ah, ihr habt noch den Spielsound, den mache ich mal eben weg. Kommt dann hier hin und ja, guckt euch die Reaktion an, fand ich sehr, sehr cool. Und auch da, wie gut ist es eigentlich, dass jetzt dieser Momentaufnahme, Pooh spielt den Hack und guckt euch mal den Chat an. Einmal Dancing Emotes, der nächste mit Dancing Emotes, der nächste mit Dancing Emotes, der nächste. Das finde ich so cool und das hat das Ganze auch so nice gemacht für mich zum Zugucken, weil immer Plebsen Emotes überall waren, wo die Leute gespielt haben. Das war richtig nice. Aber wir gucken mal die Reaktion an zum Taxi. Preview this level. Let's preview this level, yeah. Wait. Mario got a new job? That was the single best cutscene I have ever seen in a fucking video game right there.
bisschen übertrieben. I just want to be clear. That cutscene was fucking amazing. How else would you get to the desert? You gotta take a taxi. Ja, aber die Cutscene lebt natürlich von dieser Dummheit, dass plötzlich Mario der Fahrer ist. Und ich finde ganz cool, und das hat man bei mehreren Leuten gesehen, man merkt dann plötzlich, okay, das ist gar kein Level und ist einfach nur auf der nächsten Overworld. Und dann denkt man so, okay, das ist irgendwie cool, weil es gar kein Level ist, sondern, und da sieht man richtig so, okay, lol, denkt er sich, das war jetzt ja nur der Weg zur nächsten Subworld. Ja, super cool. Das fand ich sehr nice. Okay. Ja, sehr sympathisch, finde ich auch. Also kann man ja gar nichts sagen. Mich auch super gefreut, dass er es gespielt hat. Okay, wir sind in der Wüste. Wir könnten auch hier, lustigerweise, der Rückweg ist besser. Der Rückweg ist das gleiche. Man fährt auch von links nach rechts. Wir haben das ursprünglich anders geplant, war aber technisch nicht so simpel. Wegen dem Screenscroll. Aber man darf nicht vergessen, die Wüste ist hier am Anfang und die Stadt hinten. Also es ist nicht dasselbe Level. A Grand Pooh Bear, Yolorius. Sieben ist eine Anspielung auf die deutsche Taxinummer 777777. Weil beide mal zweimal, also sechsmal die 7 ist ja so, in Deutschland kannst du immer ein Taxi rufen und in beiden Leveln sind 3 Siebenen, das war so die Idee und es war noch Platz. Von daher, das war der Plan. Wenn das Taxi rückwärts gefahren wäre, stimmt. Nein, man muss nicht in beide Richtungen fahren, das ist kein Exit. Nein. Ja. Taklama Desert. Retro-Spiele-Fans werden wissen, woher das kommt. Wir gehen rein. Und da würde ich jetzt sicher sagen, das ist das leichteste Level. Ich glaube, hier sind wir wirklich im leichtesten Level 6. Eine Wüste, die sich auch optisch nochmal sehr verändert hat, nach der Ursprungsversion. Nämlich der Hintergrund ist schon nochmal deutlich düsterer geworden und dadurch grenzt sich wieder der Vordergrund mehr vom Hintergrund ab. Und der Sand allerdings im Hintergrund ist sehr hell, aber passt dann auch nicht mehr so zum Vordergrund und deswegen es kann man ganz gut unterscheiden, was vorne und hinten ist. Ja, hier sehen wir die Custom Pokies und eine Shoutout Pipe natürlich. Super Ghouls and Ghost ist es nicht. Sowieso. Auch so ein Typ. Kennen die meisten. Hello Plebsen, my name is Megapleb und Megaman passt natürlich zum Sowieso. In my opinion, he's one of the most important people in the SMW community. So incredibly talented and always ready to help. Thanks, man. Und genau so meine ich das auch. Ich glaube, ich habe niemanden so häufig wegen irgendeiner Kacke angeschrieben im Discord und in der Regel so zwischen 2 und 4 Uhr nachts. So von wegen, kannst du mal kurz... weißt du, wie das funktioniert oder ich habe das und das Problem und es hat meistens nur so 5 Minuten gedauert und es war irgendein neuer Blog geschrieben, der das Problem gelöst hat. Also, es ist komplett bescheuert, aber ja, ich glaube, viele Blöcke gehen hier auf Novisos Konto. Komplett irre. Jedes Problem wurde gelöst. Jedes. Sehr geil. Also, dickes Dankeschön an der Stelle. Genau. Also, der Song hier ist nicht von Ghouls and Ghosts. Natürlich sagt ihr, doch, ist er natürlich auch im Ursprung. Aber diese Variante ist aus einem Mega Man-Spiel. Ich weiß nicht mehr aus welchem. Das Spiel ist auch auf einem Graveyard. Ja, Haunted Graveyard, Mega Man 7. Genau. Und das ist natürlich, ist es beides Capcom. Und die haben ihren eigenen Song für die Mega Man Stage genommen. Und deshalb ist diese Variante aus Mega Man. Aber ja, sie recyceln ihren eigenen Song. So, der Ursprung ist natürlich aus... Ghouls and Ghost. Ja, hier sind wir in der Wüste. Super viele Custom-Grafiken. Hier allein wieder die verdorrte Piranha-Pflanze, die Time-Plattform, die hier ein fliegender Teppich ist. Das ist auch eine kleine Speed-Strat. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das bekannt ist, das so zu machen.
hier ist die Markierung für den Schlüssel und auch hier wieder eine kleine Hilfe. Der Pokey fällt runter, bewegt sich aber nicht nach links und rechts. Neben den Switch-Blöcken sind unsichtbare Blöcke für Sprites. Also er bleibt immer auf der Position. Gizmo, danke für 18 Monate. Also hier könnte ich jetzt warten. Er bleibt immer auf dem einen Block. Hier wieder den Schlüssel hinlegen, durch. Und schon ist man... Ah, hier. Das ist auch ganz cool. Da wissen auch, glaube ich, viele nicht, wie man hier noch schneller durchkommt. Und hier kommen wir zum Schlüssel und da ist der Checkpoint. Ich will jetzt aber nicht den Checkpoint holen, sondern sterben, denn der Trick ist da im Sand. Mesht nicht nur B, sondern mesht B und A und ihr seid tausendfach schneller. Aber hier sieht man, das Level ist... Ah, das ist wirklich nicht so wild. Die Keyjumps könnten für die ein oder anderen Leute vielleicht ein Problem sein, aber im Großen und Ganzen ist das Level easy. Wenn ich jetzt B und A mesche, wie schnell man durchkommt. Da ist nochmal eine kleine Speed-Strat für ein paar Frames. Und Checkpoint. Oh, hier haben wir unten Sprite-Killer. Das heißt, wir müssen die Shell immer durch den Sand werfen. Wenn wir sie in der Hand halten würden, würden sie platzen. Und das ist das Schwerste am Level, würde ich sagen. Und go. Haselnuss raidet wieder rein, mal wie immer. Wir haben hier gleich einfach 2.500 Leute, ne? Das ist schon ein bisschen irre. Das Blumensprite ist sehr cool, ja. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Das sind so Kleinigkeiten. Vielen, vielen herzlichen Dank für den fetten Raid. Haselnuss ist Partner. Oh! Ja, herzlichen Glückwunsch. Zu Recht. Kann man ja nur so sagen. Zu Recht. Wer so abgefahrenen, speziellen Content macht, sollte das auch sein, schon längst. Vielen Dank für den Raid. Wir sind sehr viele Leute hier. Wir machen gerade einen Showdown-Run von Nemesis. Und ja, der dauert ganz schön lange, aber das macht nichts, weil es wird viel erzählt und viel ins Detail eingegangen und sehr gut. Hier kann ich schon mal sagen, nach dem Level achtet mal auf die Overworld. Auch hier wieder viele Anspielungen. Wenn man mal oben guckt an dem vorherigen Exit, ganz abgefahren. Die Bombs, die Pokies, die fliegenden Teppiche, alles aufgenommen in die Overworld. So Kleinigkeiten. Crazy. Und jetzt kommen wir in die Halls of Wonders, wo leider auch, und das wird in der nächsten Version sich auch verändern, der Sound ein bisschen zu laut ist. Screen Rap and Motor Skills. Hier ist die Musik ein bisschen lauter. Also was wir hier in diesem Level können, ist halt in der Luft zwischen Spin und Normal Jump wechseln. Ihr seht das an den Inputs. Und Screen Rap. Das heißt, ja, wir fallen unendlich. Ey, fast ein Jahr, Haselnuss. Vielen herzlichen Dank. Ja, das Level ist auch ein ganz schönes Problem für viele. Aber ich lieb's. Zum Spielen ist es auch eines meiner Liebsten, muss ich sagen. Ein bisschen verwirrend, aber der Lufia-Soundtrack macht's natürlich fast von alleine schon gut, das Level. Mondclown, Junge, was geht? Checkpoint. Mora, danke für 32 Monate. Ja, das Level ist optisch ganz schick geworden. Das Feuer, auch nicht von mir, super coole Deathblocks, einfach passt einfach hier super hart rein. Der zweite Part noch geiler, finde ich. Das mag ich, dieses endliche Fallen, wenn es klappt. Ja. Pikusch. Nur ein bisschen editiert halt noch. Und
hier geht's ab in den Sand. Stärkstes Level. Ja, ich finde es auch super cool. Es ist gut geworden und spielt sich auch gut. Dredson, danke schön für dein... Oh, ist das viel lauter? Ich glaube, ja. Danke für dein Submarino. Danke sehr. Ja, und hier geht's runter. Hier waren auch viele verwirrt. Ich könnte hier auch einen kleinen Speedstrat zeigen oder Cheese. Auch das wusste ich sogar. Aber wurde sogar auch von anderen Leuten entdeckt. Ist aber auch gut so, weil dieser Part wäre im Speedrun natürlich öde. Aber er ist ein bisschen Story. Wir versinken jetzt hier unter dem Tempel im Treibsand. Und jetzt gibt es natürlich eine kleine Anspielung auf Aladdin. Und das ist... hier ist echt ein Pixelfehler. Ja, das ist das, was man aus dem Intro kennt. Und hier dieser große Berg mit Geld und Gold und Schätzen. Und hier ist Nemesis, Genie. Die 86, ja, die kleinen Details. Von Nikalchen. Die ganzen Grafiken hier. Super nice. You have one free wish. Wish whatever you want. Best wishes have something to do with food. Trust me. Okay. Ah, hat er recht, ne? Wenn ich mir was wünschen würde, würde ich mir auch irgendwas mit Essen wünschen. Und jetzt achtet mal auf die Overworld, was Pixel Snake da auch Animationen wieder gemacht hat, ist saugeil. Der echte Spezi, moin. Ich bin amüsiert, danke sehr. Schöner Sonntagsstream, danke dafür. Achtung, das ist halt einfach super geworden. Dass dieser ganze Tempel quasi aus dem Sand hochkommt, ist crazy. Und dann sieht man unten im Keller den Nemesis-Geist und die Schatzkammer. Yolorius, danke für 3 Monate. Vielen herzlichen Dank. Und Mora, danke für 32. Ja, und jetzt kommen wir in die Wünschewelt, Fantasy-Welt. Die hatte eigentlich kein Thema. Da war Platz für alles Mögliche. Für alles, was irgendwie Panne ist. Und das ist daraus geworden. Das ist so die Fantasiewelt. Wo einfach irgendwie alles ist, was cool ist. Egitas, dankeschön für deinen Sub. Vielen Dank für den 5. Monat. Wir sehen hier Nemesis in seiner Ursprungs 8-Bit-Version, der irgendwie lacht. Dann sehen wir Kirby und die Cookies und die Cupcakes schon aus dem nächsten Level. Wir sehen ein ominöses Boot oben. Auch das ist ein cooles Detail, dass man das schon sieht. Und rechts eine Odyssee und eine Mario Kart-Strecke. Übrigens zu Mario Kart. Ah, sag ich nachher. Muss ich nur dran denken. Ja, das Level heißt 1-2-Oatmeal. Also natürlich auch eine Hommage an Mario Fan 88, die Legende, der 1-2-Oatmeal entwickelt hat. Metrolink, danke. Das sind viele Stunden. 1-2-Oatmeal, wir gehen rein. 1-2 Haferbrei. 1-2 Haferbrei. Ja, das Level hat mich gebrochen. Kann ich verstehen. Da habe ich auch die meisten Schiss gehabt vor Rand, sag ich mal. Wir haben Kirby. Eating 3 cakes make you fat and fly. Makes. Oh Gott. Makes? 3 cakes, ist doch Plural. Oder ist das Essen mit... Weiß ich gar nicht. Ist es jetzt das mit S richtig? Weil es geht ja um das Essen macht dich dick, nicht die 3 Kuchen, ne? Ja. Alles gut. Ja. Ich merke es gerade selbst. You fat and fly. Eating healthy stuff let you die. Das ist eine schöne, ja, Hishi, it es muss mit, ist mir klar. Ich dachte gerade 3 cakes. Aber ja, es geht ja ums Eating. Ja, ist es egal. Auf jeden Fall, hier hat man wirklich gesehen, wer doch schon vorher was gesehen vom Hack und wer nicht. Dieser Troll am Ende, hier, at the end, 2 for you, 1 for me, haben manche schon im ersten Versuch, haben sie es geschafft. Da habe ich gedacht, so never ever. Glaube ich euch nicht. Verhaltet es mal im Kopf. Jetzt müsst ihr ja jetzt nicht so lange das im Kopf behalten, weil ich brauche jetzt ja keine halbe Stunde für das Level. Aber das ist eigentlich auch ein böser Troll. Genau, das ist so ein kleines Tutorial-Räumchen hier. Das zeigt die Mechanik. Alles, was gesund ist, killt uns. Messer sind natürlich gesund. Und Bananen zum Beispiel killen uns auch. Das heißt, wenn wir 3 Kuchen essen, werden wir fett und sind ganz, ich glaube nur so 2 Sekunden, werden wir zum Ballon und können dann so ein bisschen schweben.
ist aber auch eine Custom-Mechanik. Shambo. Ja, finde ich einfach, ist so ein sympathischer Mensch und hat gerade bei den Ninji-Sachen so viel Liebe und Zeit reingesteckt. Fand ich sehr passend und cool, ihn auch hier zu shoutouten. Ich sehe gerade, die Palette von Sonic ist auch irgendwie komisch. Ich weiß nicht, was mit dem Blau da passiert ist. Hello Plebs, my name is Sonic the Pleb and this room is dedicated to Shambo. Ja, Shambo, cooler Typ und weil er ja auch so schnell war in den Ninja-Leveln, habe ich gedacht, Sonic passt. One of the most likable people on Twitch, das ist einfach ein Fakt. Ich glaube, niemand guckt den und sagt, ich finde den nicht nett. The king of Ninja runs and a great person. Stay as you are. Cool. Chambos wissen, wer der Chambo ist. Es ist... Gut, dann spielen wir mal das Level hier. Das ist ordentlich genervt worden. Das war an einigen Stellen noch deutlich schwerer. Ist in den letzten Zügen nochmal leichter geworden. An vielen Stellen. Überall ist eigentlich ein bisschen mehr Zeit übrig. Die schmeißen Brokkoli. Weil Brokkoli ist ja gesund. So. Wie viel Chambos-Subs, ja? Ja, es sind ja auch super viele zum Chambo gekommen von hier. Und hier sind wir an der Stelle, wo es... Ja, wo der Checkpoint ist und wo den meisten Leuten das passieren sollte. It was that moment he knew he hit the only Kaizo block in the game. Das sind Oreos, das sind keine Oreos, das sind Milchschnitten. Viele Chambo-Subs, ja. Es sind Milchschnitten. Okay, it was that moment he knew he hit the only Kaizo block in the game. Und die Leute wissen natürlich, ich hasse Kaizo blocks und mit der Gabel natürlich doof. Also gibt es einen Doppeltroll quasi und es passiert das. Wow, es klappt gar nicht. Eigentlich sollte da stehen, nah, just kidding. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Okay, Jank. Eigentlich sollte die Textbox da stehen, nah, just kidding. Und man stirbt unten nicht auf der Gabel. Weil Kaizo-Blöcke sind blöd. Und man kann sich den Checkpoint trotzdem holen. Chambo hilft. Ja. Jank. Ich glaube, weil ich nicht gestorben bin, nachdem ich aus der Pipe gekommen bin. Deswegen war das jetzt so mit der Textbox. Naja. Okay, zweiter Part. Das ist auch gefixt worden. Da konnte man auch blöden Schieß betreiben. Jetzt nicht mehr mit den One-Ways. Wieder drei Kuchen holen. Wir werden fett. Das ist auch ordentlich genervt. Das war vorher viel zu tight. Und jetzt ist es simpel. So, und jetzt sind wir hier, wo ich wirklich gemerkt habe, wer das kannte und wer nicht. Weil das macht keiner richtig am Anfang. Jeder würde hier drei Kuchen essen oder keinen. Oder was auch immer. Aber hier hat ja am Anfang, deswegen ist hier auch der Kirby, der spricht nicht. Aber er hat am Anfang ja gesagt, at the end, two for you, one for me. Und der Trick ist, man muss einen übrig lassen für Kirby, einen Kuchen. Das war ja das, was er am Anfang gesagt hat. Aber jetzt war natürlich, habt ihr die Textbox vor 5 Minuten gesehen, wenn man das eigentlich spielt. Ja, aber dann ist vielleicht auch, sind 40 Minuten vergangen. Das sind jetzt 5 Minuten her. Ist jetzt 5 Minuten her. Jetzt normalerweise vielleicht 40 Minuten oder der nächste Tag oder so. Also ja, wenn ihr hier nur 2 nehmt, kommt ihr durch. Wenn ihr alle nehmt, ist das Problem, denn dann würdet ihr jetzt gleich ins Loch fallen. Und genau mit den beiden kriege ich jetzt den dritten und schwebe übers Loch. Ja, und jetzt kommt das hier. Diese Transition in die nächste Subworld. Guck ich das an, das ist auch irre. Pixel Snake, ey, einfach da die Bootsfahrt gemacht. Secret Exit hole ich jetzt, ja. Jesus. Rocky Path. Ich fahr nochmal zurück. Das kommt gleich. So. Ich meine, es spielt bei Speedruns ja keine Rolle, das Boot.
Es ist ja cool, um mal den Chat zu lesen, was zu trinken. Das Boot hat ja jeder. Die Musik von Illusion of Time, auch geil. Trinkpause für die Speedrunner, ja eben. Das ist ein Vanilla Sprite von der Overworld, das tatsächlich nur nie verbaut wurde. Aber das ist nicht Custom, das ist einfach ein Lakito, der dumm ist. Okay, One to Oatmeal hat ein Secret Exit. Nochmal Elden Ring, bestimmt in meinem Leben nochmal, aber erstmal ist es jetzt nicht geplant in der nächsten Zeit. Time for Donations, genau. So, Secret Exit ist, ja, auch eigentlich ein bisschen trollig. Beim ersten Mal wird man sterben. Ihr müsst nämlich, wenn ihr in die Pipe geht, B auf jeden Fall gedrückt halten und auch nach oben und links. Das weiß man natürlich nicht. Also hier, guckt meine Inputs, das müsst ihr tun, sonst seid ihr RIP. Ihr kriegt die Kuchen und dann kommt ihr gerade so hoch. Mal einen Level 1 Run versuchen? Macht Bock. Was meinst du? Nur wieso? Ach, in Elden Ring. Das ist bestimmt irgendwie spannend, oder? Hey, Buddy. Nix am Hut mit Bonschwaff. Gut, jetzt haben wir den Secret Exit und wir kommen zur Pipe und man sieht schon, wo die Pipe hinführt. Nämlich zum Troll-Level schlechthin. Here we go, heißt das Level. Na nun, Kart. Ja, das ist natürlich, dieses Level ist natürlich ein bisschen, ja. Ich glaube, da reicht auch ein Clip, den ich gleich mal zeige. According to rumor, a German streamer, together with his community, drove 99 races on Baby Park. Sounds stupid, doesn't it? Sollte das Ziel eigentlich tödlich sein? Ja. Das sollte so sein. Ja, also das ist natürlich eine Anspielung an die 99 und Babypark, die wir hier gemacht haben. Ja, wie auch immer. Races könnten halt Rennen sein, dann ja, wie auch immer. Platoon ist nicht reingefallen, ja. Und jetzt guckt euch diesen schäbigen Plebsen-Sprite im Kart an. Es sieht aus, als hätte er ein Auge und ein Pickel, aber es sind beides Augen. Das macht keinen Sinn, aber es sieht lustig aus. Aber es macht natürlich keinen Sinn, dass man auf einer Seite von seinem Kopf beide Augen sieht. Aber ja. Gut, und das Level ist nichts anderes als das hier. Man hört eine Runde, okay. Okay, was soll das? Ja, man fragt sich, was soll der Scheiß? Und ich glaube, da, einfach auch um die Zeit ein bisschen abzukürzen, gibt es vielleicht den ein oder anderen guten Clip von diesem Level. Kann ich euch gerne mal zeigen. Und zwar, der war direkt vom ersten Tag. Da bin ich mir auch sehr sicher, dass das nicht gewusst war. Bei anderen war ich mir nicht mehr so sicher. Also, aber am Anfang war noch klar, dass es eigentlich nicht sein kann. Moment, müssen wir jetzt gucken, wo das ist. Ich habe halt leider keine Namen an den Clips. Ich kann immer nur, weil es chronologisch ist, weil sehe ich, wie weit die Leute sind. Ja, das sieht schon mal gut aus. Okay, hier. Das ist beim Speedrun das Ende vom Sterben. Also das, beim Speedrun ist das natürlich nicht wichtig, denn ein 100% Run muss keiner tun. Aber um 100% zu haben, muss man dieses Level clearen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie Chambo das gemacht hat am ersten Abend. Ja, lustigerweise hat er natürlich mitgezählt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab einen Hinweis. It's getting close. Ich habe auch sowas geschrieben. Ich war auch im Chat. Ich war natürlich überall im Chat. Der Chat auch und auch mit Text-to-Speech. Aber er wusste nicht, was passiert. Und ihr müsst euch überlegen, 99 Runden, das dauert wirklich. Das ist nerviger Scheiß. 99 Mal im Kreis fahren ist nerviger Scheiß. Ganz sicher.
Und ja, mal gucken, was passiert in Runde 98. Aber es ist halt auch Mario Kart, ne? 96! 97! 98! Und er dodged es. Oh, you motherfucker! Oh my god! Und ich sag's euch, er hat das Ding gedodged. Er ist dem Ding gedodged. Ich weiß nicht wie, das waren die Reaktionen. Er hat sich einfach nur erschrocken. Es kommt halt in der letzten Runde, nachdem man 4 Minuten nichts anderes macht, als über dieses Loch springen, eine Blue Shell geflogen am Ende. Und dodge auf Sound, ja. Oh, you mother... 97! Und ihr seht mal, wie knapp es ist. Es ist schon wirklich sehr knapp bei der Geschwindigkeit von dem Panzer. Es kommt eine Blue Shell, und er erschreckt sich halt des Todes und kriegt dann den Sprung noch. Aber es ist super knapp einfach. Oh, 8! Oh, you motherfucker! Oh my god! Ja, die Blue Shell tötet dich. Und das Schlimme ist, dann startet das Level von vorne bei Runde 1. Ja, das war mit mit Text-to-Speech, ihr kriegt es hier am Ende noch mit, wurden Bits gecheert und da wurde die ganze Zeit irgendwie so, ja, wurden Zahlen vorgelesen, ne? 32, 21 und bla bla, ihr hört es noch. 96! Und er hat halt mitgezählt. 97! Fand ich sehr cool, da. Und ja. 98! Es ist halt, also das Level ist natürlich kompletter Müll, aber für den lustigen Moment ist es eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich habe auch noch ein, zwei Clips, wo es nicht so gut ausging. Hier. Oh, shit. Warte, ist es das? Ja, können wir auch mal angucken. Das Dingo hat es zerfetzt an der Stelle. Ja, also die meisten hat es zerfetzt. Die Leute, die halt nicht mitgezählt haben, haben halt ein Problem. Man sieht, Tofu hat keinen Bock auf das Level. Oh, sweet. Schön, ohne Worte. Und jetzt wieder bei 1. Die Erkenntnis. Aber ich lieb's. Ich lieb's. Also ich hasse es ja selber getrollt zu werden, das wisst ihr ja, aber... Trotzdem ist es dann natürlich cool, ist es. Oh Gott. Ja, kann ich mir schwer angucken. Tut mir irgendwie leid. Komplett gebrochen, ja. Ja, ja, ja. Also, ja, lustiges Level. Ja. Das ist böse. Ja, es ist pure Schadenfreude. Und das ist im Prinzip ja auch ein Unsinn, das Level. Aber für die 100%. Muss man es natürlich haben. Also ich könnte es natürlich jetzt auch spielen. Ein kleiner Trick für die Speedrunner ist, gibt es, wenn ihr nach rechts haltet, fährt das Kart tatsächlich ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob das klar ist für die meisten. Guckt euch mal den Unterschied an. Ich halte jetzt nach rechts und jetzt lasse ich los. Jetzt. Das bremst ein bisschen. Also wenn ihr nach rechts haltet, fahrt ihr schneller durch. Wenn ihr nach links haltet, könnt ihr sogar noch langsamer fahren. Ja, könnte man jetzt machen, mache ich aber nicht. Dauert dann doch zu lange. Und wenn man es dann schafft, wird hier links auf der Overworld der Baum zu einem Pokal mit einer 99 drauf. Also das braucht man halt für die 100%. Ja klar. MNG Fresh. Anna Lavelle, dankeschön für 24 Monate. 2 Jahre, danke sehr. Die Künstlerin hinter den Plepsen-Emotes. Dankeschön, vielen Dank für den Support.
Weiß ich gar nicht, als wir die, nee, glaube ich. Ja, Rocky Path. Da kommen wir jetzt hin. Ja, die Splits stimmen halt vorne und hinten nicht. Es ist auch egal. Es stimmt halt vorne und hinten nicht. Zeit spielt keine Rolle. Ja. Hier gibt es jetzt in Rocky Path. Dieses Level ist ganz früh entstanden. Ich glaube, es war das dritte nach dem Wald. Und der Soundtrack ist mittlerweile, glaube ich, mein liebster Song für SMW. RZWode2. R2D2, so ist es. Danke für deinen dritten Monat. Und Rorono, ey Zoro, danke für 100 Bits. Wahnsinniger, dankeschön. Also der Soundtrack ist für mich wirklich mittlerweile der absolut geilste Song. Es ist auch der, der im finalen Ninja Grind drin war. Ich liebe den Song einfach. Ja, dann gehen wir mal hier rein ins Level. Ich spiel's einmal. Auch das ist eigentlich kein Hexenwerk. Ich denke auch eher wieder ein simpleres. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Und hier kommen wir in die letzte Retro-Pipe im Game. Rorono Zoro unterstrich 1992 cheert 100. Und noch ein, zwei Biggies. Ich hab noch ein, zwei Biggies. Okay. Ja, und hier sehen wir Schrippe. Ich finde das Bild so cool. Und zum Glück hat es funktioniert, mit den Farben das zu implementieren. Weil Schrippe hat ja nun mal den Plebsen gebaut. Also das, Schrippe ist der Mensch, der die Grafik erstellt hat. Und zwar alle Grafiken, alle Plebsens, die ihr kennt, sind von Schrippe gepixelt worden. Und deswegen finde ich das Bild sehr cool, dass er den so auf der Hand hat. Finde ich sehr cool. Und hier sagt ja auch niemand anders als Plebsen, hallo, was ich auch irgendwie ganz lustig fand. Hello Plebsen, you know my name. This room is dedicated to my creator, Schrippe. On behalf of the entire community, I would like to say thank you for bringing Plebsen to life. Two funny eyes express so much. Und es ist einfach genauso. Diese beiden Augen, die so simpel sind, machen jede Figur direkt lustig. Chong, vielen Dank für 10 Subs. Vielen, 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 vielen Dank. 10er Subbombe, danke Chong, ey. Ja, cooler Shoutout-Room und natürlich absolut drin. Chong, tausend Dank. Vielen Dank für den fetten Support, Leute. An alle, die hier rein subben. Vielen Dank. Geheimtipp, danke für den vierten Monat. Blackie, ey, auch irre. Verschenkt auch nochmal 10 Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gifted 10 Subs. Vielen Dank. Boah, dieser Sound, Leute. Wirklich, dieser Song. Sehr gut. An alle Wellen, man schenkt auch 5 Subs, vielen Dank. Oh Mann, ey, ihr seid so nett. Vielen Dank, Leute. Der Support hier ist einfach immer wieder krank. Hier ist der Trick, dass die Deathblocks mich killen, wenn ich reinspringe. Das heißt, ich muss mit dem Sprite die Schalter drücken. Was mache ich denn da, ich Idiot? Ich kenne meinen eigenen Hack nicht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dedalos, danke für dein Subgeschenk. Der Pfeil nach der ersten Röhre ist rot. Soll das so sein? Das ist das letzte quasi Level vor dem Showdown. Only losers jump over the ring. Ich glaube, ich gehe mal rein und dann zeige ich dazu noch einen Clip, einen passenden. Ich denke, das macht Sinn. Deswegen springe ich jetzt mal rein und dann zeige ich einen passenden Clip. Was passiert, wenn man nicht über den Ring springt? Hier sieht man auch Denzen im Boxclub. Das ist eine Kleinigkeit.
Wir haben hier einen 2300 Zuschauer gerade. Was geht denn ab? Das ist ja komplett irre. Ich sehe es gerade. Das ist ja wirklich komplett Wahnsinn. Also das ist ja wirklich komplett irre. Dankeschön. So, okay. Ich glaube, das müsste es dann sein. Ja. Ich zeige jetzt auch ganz bewusst, es werden sehr viele Leute in der Clip-Compilation bei sein. Wir machen das jetzt so, weil ich glaube, auch bei dem Troll habe ich auch keinen anderen Clip gesehen. 1992 cheert 100 Bits. Zoro, danke für nochmal 100 Bits. Dedalus, danke für dein Subgeschenk. Ihr seid crazy, Leute. Wir gehen hier nochmal. Ups. Zu Pooh. Der nämlich auch hier war und sich überlegt hat, ja, ihr werdet es hören, was er sich überlegt. Und dann seht ihr auch, was passiert, wenn man nicht über den Ring springt. Ich habe auch, ja, ich habe ja bei Vibe nicht alle Clips gesehen. Also gerade am Anfang war die Clipdichte halt noch unnormal. Es sind jetzt 307 Clips drin. 307 Clips. Jetzt am Ende haben es ja, also gerade am Anfang war die Clipdichte irre. Da war ein Abend und es waren 60 Clips da. Jetzt am Ende wusste ich ja so, okay, der spielt's noch und da sind manchmal nur am 7., obwohl am 7. waren es wahrscheinlich auch 30 Clips. Aber zum Beispiel am 8. war nur ein einziger Clip. Ernst der Feli. Und die habe ich mir dann natürlich angeguckt. Sonntag ohne Denzen ist kein schöner Sonntag. So, hier. Ja, den gucken wir uns dann mal an. Let's go. But I'm not a fucking loser. I'm not a fucking loser, das fand ich auch gut. I'm not gonna let the creator just shit talk me like that. Right? I think it's definitely gonna bounce me. And also it's a wrestling ring, so I feel like we have to do it. Oh. Man kann sich nicht mehr bewegen jetzt. Oh, it's a boxing ring. Are we about to take on Soda Popinski? Der T42-Neu dabei. Da kommt er. Und ja, er ist langsam, aber auch ganz bewusst so langsam. I'm stuck right now. Is he about to just beat my ass right here? Dude, make your way out here, Soda Popinski. Let's do this. Holy God, this is incredible. Oh, no, no, don't do it. Don't do it, Soda Popinski. Irgendwie ganz lustig. Vor allem die Ansage vorher fand ich ganz gut. But I'm not a fucking loser. Not a fucking loser. Ja, das könnte man machen. Oder man springt einfach über den Ring. Und dann passiert das nicht. Und das sind wieder so Trolls, sag ich mal. Die muss man ja nicht machen. Also die Trolls, die kann man ja, man kann ja einfach rüberspringen und dann kann man sich auch nicht aufregen. Wenn man dann selber in den Ring geht und stirbt, dann kann man sich jetzt nicht so darüber aufregen. Dann ist es irgendwie ganz lustig gewesen und kreativ. Und solche Trolls finde ich halt okay. Ja, aber wenn man einfach drüber springt, dann... Nee, das war mal Mysterio, das ist aber verändert worden. Ja, jetzt kommen wir hier zum Showdown-Level. Das Level, das für viele wahrscheinlich auch krampfig ist. Aber hier hat sich auch nochmal einiges verändert. Die gesamte zweite Hälfte hat sich verändert. Und ja, use L or R to perform a Superman Punch. In diesem Level kann ich R drücken und mache einen Boxer. Versuch mal Pause zu drücken. Da sieht man den Superman Punch von Plebsen. Und dieser Block ist ein Indikator, wann ich das im besten Fall benutzen sollte. Ja, und das ist Glass Joe natürlich. Nicht der wahre Endboss, aber Glass Joe. Und wir können ihn, bums, zerboxen. Und so kommen wir nicht durch. Er ist solid. Also nur mit dem Boxer. Und hier in diesem Tutorial-Raum wird so ein bisschen erklärt, weil die Mechanik ist natürlich sehr custom und sehr verwirrend, was alles mit diesem, ja, was damit passieren kann. Also wenn man jetzt hier so durchrennen will, klappt es halt nicht, deswegen ist da unten auch nochmal der Hinweis, habt es im Kopf, dass ihr damit auch dashen könnt, also so da durch könnt. Ja, zack, Glass Joe, eine Fistbump hier, zack, die haut uns hoch. Und hier hat man so eine kleine Practice-Area um diesen Move. Ihr seht schon, das ist wirklich nicht so easy, damit umzugehen, zu üben. Let's get ready to rumble. Und dann startet das Level. Hier auch die Veränderung von 8-Bit-Musik im Trainingsraum zur 16-Bit-Variante von
von Punch-Out. Ist ziemlich cool. Und jetzt spiele ich das Level mal einfach durch. Immer wieder lustig, auch hier die ganzen Anspielungen an den Banden. SMB Central, Best Chat on Earth, da oben ist das Rocket Beans Logo. Immer mal wieder so ein paar blöde Sachen, die da stehen, könnt ihr mal drauf achten. Ja, neu hinzugekommen sind auf jeden Fall auch die Indikatoren, wo geboxt werden soll. Und ja, ich versuche das Level mal einfach in einem Fluss zu spielen, aber ist jetzt auch nicht easy, das Level. Mal gucken, ich habe es jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Der Champion Bell da als Time-Plattform. Hat sich nochmal deutlich verändert vom Aufbau her. Ihr habt unten den Chuck gesehen. Muss ich gleich nochmal zeigen. Das ist ein King Hippo Sprite. Eigentlich ganz cool. Ja, zweiter Part. Ganz verändert zu dem, was ihr am Anfang gesehen habt im Baustream. Und hier, am Ende, steht nicht mehr Glass Joe, sondern Popinski natürlich. Und, Ich finde auch, da hinten, der sieht echt aus wie Putin im Publikum. Habe ich auch gedacht, Jinx Diora. Habe ich auch jetzt im Nachhinein gedacht, als ich mir das mal angeguckt habe. So gedacht, das kann doch nicht sein. Sieht irgendwie aus, wie als würde da ganz häufig Putin sitzen. Aber die Grafik habe ich ja nicht selbst gemacht. Ja, jetzt, vor allem, wo ich es gesagt habe, werdet ihr immer nur noch Putin sehen da hinten. Ja, aber also. Ah. Ja, und jetzt am Ende gibt es natürlich Glass. Soda Popinski. Und ja, ihr wisst es, es gibt keinen Boss in diesem Hack. Ich wollte ja auch keinen Boss. Und deswegen ist das quasi nur symbolisch der Boss. Und wir sehen die hässliche Peach, die gerettet werden muss. Wir boxen die Tür auf und retten somit Peach. Wo habe ich das gelesen? Bei Dingo, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wenn man Peach boxt am Ende, ist der Run ungültig. Kann ich euch schon mal sagen. Und dann kommen wir zur geilen Hollow Knight-Mucke in den Credits. Und da gibt es auch noch ein kleines Easter Egg, wenn ihr die Credits zu Ende guckt. Denn, werdet ihr sehen, die Vanilla-Credits sind ein bisschen gepimpt, sagen wir es mal so. Ja, da gibt es nochmal das Shoutout an alle. Der ein oder andere ist vielleicht auch vergessen worden. So, es gibt bestimmt auch noch eine Version. Von einem oder anderen weiß ich auch, dass er noch nicht drinsteht und drinstehen sollte. Es wird nochmal eine 1-2-Finale-Version geben. Und dann ist das auch behoben. Glaube ich nicht, Makibo. Ich kann keinen Boss. Ich habe noch nie einen Boss gemacht und ich hasse alle Bosse. Mein Skulltula zum Beispiel, Morael, guck mal, ja, siehst du? Aber ja, schwierig. Hier sind die Community-Shoutouts, was man sich für Kanalpunkte kaufen konnte. Da müsste jeder drin sein. Konnte man sich ja für Kanalpunkte holen, dass man im Hack steht. GG zu PB. Na, ich mache jetzt mal einen Run. Special thanks to all the great people I forgot to mention here. Nemesis was mostly created during my live streams and I had so much help from my viewers. Das war im Prinzip nochmal so das... Ich sag nochmal im Großen und Ganzen, das Ding wurde von vielen Leuten gemacht, nicht nur von mir. Great that you watch the credits until the end. Here is your reward. Enjoy the funny sprites. Nein, Hellion Wizard, überhaupt nicht. Das war jetzt das erste Mal. Und jetzt sind die Vanilla-Credits natürlich auch nochmal ein bisschen gepimpt. Denn könnt ihr euch vorstellen, alles in der Plebsen-Welt sieht natürlich auch anders aus als in Vanilla Mario. Veskos, dankeschön für deine Raid. Willkommen.
Wir sind gerade in den Credits von Nemesis. Hey, wie viele Zuschauer hier einfach sind. Und jetzt, ja, der Chocobo wurde zum Yoshi, es ging nicht, es ist hardcoded. Und jetzt sieht man hier diesen Abspann mit lustigen Plebsen-Sprites, die es auch gar nicht im Spiel gab. Also es sind ja gar nicht die ganzen Sprites benutzt worden. Und auch der Chuck ohne Helm unten rechts. $500,000, ja, hat es gekostet. Der Mole auch nicht benutzt worden, aber um die Vanilla Crates ein bisschen aufzuwerten, war das eine gute Sache. Leatherface, danke für dein Subgeschenk. DA3AF4's gifted 1 Subs. Ja, war mega cool. Jetzt gucken wir mal, was ich so Speedrun-technisch hinkriege. Ich werde es jetzt nicht auf Biegen und Brechen ausgrinden, also das macht man ja nicht als Hack-Creator, aber ich werde das Ding dann heute auf speedrun.com hochladen und dann kann jeder Zeiten einsenden. Auch kleines Gimmick hier unten beim Fisch, die 86 in dem Z. Cool. Ja, ich mache auf jeden Fall noch einen zweiten Hack. Der Buu sieht auch so lustig aus. Schade, dass er nicht vorkam. Ich würde gerne mal einen Einsteiger-Hack machen. Um ehrlich zu sein. Aber ich kann das, glaube ich, nicht. Aber ich würde es sehr gerne. Resnor. Die Mecha Koopas haben leider keine Haare. So wie das bei Plebsen so ist. Hier auch nochmal alle editiert. Und die gruseligen, ja, das hat, glaube ich, Albträume verursacht beim einen oder anderen. Dieses Endbild. Das Bild ist wirklich echt gruselig. Ich weiß das. Das ist auch eigentlich ist das verboten. Aber ja.